Einen Moment. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf dem Kanal von DZFM Gaming. Entschuldigung, ich habe gerade in einen Manner gebissen. Mit Nils zusammen ja, in dem Moment ist auf Null gesprungen. Ja, so. Ja, ich brauche gerade mal ein bisschen irgendwas, was Gutes, was nicht so bei den Schmerzen so. Ich tue mir was Gutes wegen den Schmerzen so, genau. Ja, ihr habt das in den letzten Tagen ja auch schon mitbekommen. Ich habe frühzeitig immer den Stream teilweise ausgemacht, weil ging nicht mehr. Ja, ich bin jetzt auch schon einmal überlegen, ob morgen Stream ist oder nicht. Weil mir geht es wirklich gerade aktuell nicht ganz so gut. Ich habe ziemliche Schmerzen und ja, aber heute stehen noch Gespräche an und morgen habe ich eigentlich nur Bootsausfahrt abends geplant, von daher ja. Also wenn du morgen nicht streamst, dann streame ich morgen eine Runde ETS 2 Pro Mods und versuche mich mit euch zusammen aus dem Steinbruch zu quälen. Kati hat die Strecke schon gesehen, das wird ein Spaß. Ja, schauen wir mal, was morgen ist. Ja, heute ist ja unser allgemeines Geschäftsmeeting, jeden Donnerstag. Zumindest aktuell noch. Ich hoffe, die Herren denken dran. Ich guck mal. Oh, keine Anrufe und keine SMS. Okay. Das ist sonderbar. Ich habe die Leitstelle auch nicht. Jan hat mir die Leitstelle abgenommen. Okay. Dann kann ich auch keine Anrufe kriegen. Aber es hat auch keine Anrufe, wie ich sehe. Das letzte Telefonat war gestern mit der Zoe Reed. Die wegen dem U-Boot. Und das habe ich soweit geklärt. Ja, gut. Dann, muss ich da soweit jetzt erstmal nichts gucken. Mir ist noch eine Idee gekommen, das will ich heute nochmal den anderen so mitteilen. Was die davon halten. Genau, so. Jetzt gucken wir uns nochmal die E-Mails an. Machen wir den Laptop auf. Und schauen bei Venture kurz rein. Hier ist nichts Neues. Pick. San Andreas State Court Richterschaft, nee. Wen könnte mal wieder zum Friseur, ja. Aber dazu braucht sie ihre persönliche Friseurin und sie wird das mal anrufen. Cherry Shake. Wir suchen Immobilienkaufleute. Will nur keiner gerade machen, weil sie so verhasst sind. Kann ich verstehen. Einhorn oder Piratenkuchen, Palito Bakery. Eieiei.
Ach, die machen heute die Ankündigung fürs Mega-Omelette. Ein Festival. Das wird ein Festival. Interessant. Ja, nichts für Ibane. Die steht auf sowas nicht. Ja gut, da haben wir die Info. Da ist jetzt auch nichts Neues. Da ist auch nichts Neues. Wir könnten kurz mal bei Odessa vorsichtig anklingeln. Warum habe ich Odessa noch nicht in den Favoriten? Hallo Taker, schön, dass du da bist. Hallo? Hallo, hier ist Yvain. Hallöchen. Hallo, meine Gute, wie geht es dir? Besser. Besser? Ja. Muss, Okay. muss. Muss, muss. Das hört sich aber nicht danach an. Also, alles körperlich geht's mir wieder gut. Ist das Hämatom Erinnerungen wieder sind weg? so. Ja, das ist wieder weg. Gott sei Kann mich Dank. jetzt relativ gut wieder erinnern. Ein paar Sachen fehlen noch, aber das kommt bestimmt mit der Zeit wieder. Okay. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich ein bisschen rar gemacht habe in letzter Zeit, weil ich der Meinung war, die anderen sind ein bisschen. Sie meinten es nur gut, aber ich denke, es war zu viel. Ja, ich war zeitweise etwas überfordert, Ja, ganz das ehrlich mit dachte ich dir. mir. Das dachte ich mir und das, was ich so alles am Rande über die verschiedensten Leute mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, nein, Yvain, du bist diejenige, die mal ganz schön hinten andrückt, wenn Odessa mit dir reden will. Gerne, aber nicht vorher. Und von daher habe ich mich echt zurückgehalten und gesagt, nee, das ist, wenn du reden möchtest, dann bin ich natürlich da. Wenn ich gerade nicht arbeiten bin oder so. Aber ich wollte dir den Raum einfach auch lassen, damit du dich selber halt entfalten konntest in der Hinsicht wieder. Ja, alles gut. Jetzt habe ich aber trotzdem angerufen, weil ich brauche meine Lieblingsfriseurin. Ich brauche mal was. Aber du bist heute nicht im Dienst, ne? Nee, ich bin am Wochenende im Dienst. Am Wochenende bin ich nie da. Mann, no. Ansonsten könnte ich die Freitag anbieten. Morgen. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich nicht schon rüberfliege. Kann ich, könnte ich spontan dann. Ich würde, wenn, dann spontan anrufen, wenn es Ja, doch ansonsten klappt. sagst du spontan Bescheid und dann Ja. komme ich vorbei. Okay. Wie gesagt, dann können wir auch nochmal in Ruhe reden. Wolltest du mit mir sprechen? Jetzt gerade in dieser Sekunde, nee. Nee, in den letzten Tagen. Nee, da ist so viel passiert. Okay. Da komme ich selber kaum hinterher. Okay, weil ich habe über drei Ecken gesagt bekommen, dass jemand mit mir reden wollte. Aber ich wusste nicht, ob du das bist, ob das jemand anders ist. Ich bin jetzt am Rumraten, wer Nee. denn jetzt mit mir reden wollte. Deswegen. Nee, dann hätte ich dich auch angerufen und hätte gesagt, lass mal reden. Okay. Wie gesagt, wenn was ist, bin ich für dich da. War ich vorher schon, werde es auch immer sein. Gleichfalls. Danke dir.
Geht es dir Deswegen, denn? mir geht's soweit gut. Ein bisschen stressig. Ich bin jetzt Co-CEO bei Seabreeze seit Yay! Dienstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Das ist noch so ziemlich neu und ich habe viel Telefonate und eigentlich hat sich nichts geändert im Vergleich zu vorher, aber es fühlt sich ein bisschen anders an, einfach vom allen her. Aber ich mache es trotzdem immer noch sehr, sehr gerne. Das glaube ich. Und was ich in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen vor allen Dingen an mir bemerkt habe, ist, ich brauche das mehr. Ich habe es nicht nur im Namen, ich, keine Ahnung, bin ich mal länger als 2, 3 Wochen nicht auf dem Wasser oder so, dann geht's mir nicht gut. Das habe ich so für mich in den letzten Wochen festgestellt. Jeder braucht halt seinen Was? Ausgleich. Das stimmt. Auch ganz wichtig, dass man sowas hat. Das stimmt, ja. Wenn du mal mitfahren möchtest, sag Bescheid. Ich versuche jetzt Ja, jeden gerne, gerne. Freitag das irgendwie zu etablieren. So ab 21 Uhr, aber ich weiß halt morgen nicht, ob es klappt. Ja, macht dir da keinen Stress. Ja, so sieht's aus. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt mal hören, paar Tage noch Luft lassen und dann habe ich gedacht, heute rufst du mal an, hören, wie es dir Das ist ganz geht lieb und von dir. Ja, soweit, wie gesagt, also körperlich geht es mir auch wieder gut. ja. Ganzen Wunden und so sind verheilt. Meine Änderungen, ja gut, das wird noch ein bisschen dauern, bis das wirklich wieder so 100% da ist. Ja. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Okay. Wie gesagt, wenn du irgendwas brauchst, wenn ich dir irgendwo bei helfen kann, sag Bescheid. Dankeschön. Ja, ich wollte nur nicht in der Zeit, wo gar nichts ging halt. Denn Ja, nee, ist auch gut so. Es waren so viele Menschen, die ich ja. da halt wieder neu kennengelernt habe, dass ich irgendwann total überfordert war. Das glaube ich, das habe ich mitbekommen. Deswegen habe ich Ja. mich auch rausgehalten und habe gesagt, lass sie kommen, wenn sie bereit dazu ist. Ja, Ich bin danke. im Hintergrund, weil das war mir so klar, dass irgendwann die Überforderung eintritt und dann, Es war jeden Tag irgendwie, hast du fünf, sechs neue Personen kennengelernt, also neue Ja. alte Personen, weißt du, was ich meine? Und es war einfach so, dass ich irgendwann selbst gar nicht mehr hinterhergekommen bin, wirklich, wer Das ist glaube wer ich. und was wollen die Menschen alle von mir und ja, fühlt sich da schon sehr verloren. Das glaube ich dir. Ja. Da ist es so, wie es jetzt ist. Und wenn du langsam wieder die Erinnerung hast, auch besser. Ja, das wird alles. Garantiert, da bin ich von überzeugt. Gut, Chef, dann. gibt da mich nicht unter. Davon gehe ich aus. Na gut, meine Liebe. Ja, das war's auch schon. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Wie gesagt, mir war wichtig, mal zu hören, wie es dir geht, du selber. Alles Und klar, dann wünsche ich dir noch ja. einen schönen Tag und wir hören uns Gleichfalls, dann. auf alle Fälle. Bis dann, meine Liebe. Tschüss. Ciao. Hallo Pierre, schön, dass du da bist. Hallo. Er wartet noch ein bisschen bei uns, bis sein Pen and Paper RP losgeht. Ui, ui, ui. Das ist ja cool. Wen wird jetzt erstmal Zivis fahren? Ah, ich hoffe, meine Kopfschmerzen gehen bald mal weg und die anderen Schmerzen. Das wäre Herz aller zuckersüß. Die Baustelle hat schon wieder so laute Musik an. Das ist ja unglaublich. Jungs, macht die Musik was leiser. Danke. Und weiter so.
In Dreiviertel ja nicht ein bisschen weitergekommen. Ja gut. Die Baubranche ist halt ein hartes Geschäft. Obwohl Baubranche. Bin mal gespannt, wann es losgeht mit der Werft. Die Dame vom McGillin Olsen hat mich da ja richtig angeteasert. Dass es Januar, Februar so weit sein könnte. Hallo Autola, wie geht's dir, mein Gottes? Na. Oh, ich muss tanken. Dann fahren wir mal erst tanken, oder? Frage ist, zu welcher Tankstelle gehen wir tanken? Gehen wir die Yang oder gehen wir die andere? Komm, gehen wir mal den Gang. Ist ja eigentlich schon Stammtankstelle fast geworden. Cent. Boah, das hätte ich jetzt auch gern hier bei uns. Was kostet denn? 90 Kommt Cent der Liter. daher, ich muss schnell tanken fahren. Die Shell bei uns gerade die beste Preisgarantie, macht man Screenshot. So. Also ich muss das Autogeräusch ja gar nicht nachmachen. Das kann das Spiel ja selber. Das kann ich mir vorstellen, dass du das Gespräch mit der Person in dem Tresen dann sehen wirst. Das kann ich mir vorstellen. Welchen Tresen? Achso, der Tresen. Hier, ich hab hier sehen. 90 Cent. Das hätte ich jetzt auch gern. Bestpreis-Garantie. Mach möglich. Ist irgendjemand ist schon da. Könnte Jan sein. Jan ist mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad. Aber wie sagt er so schön, er weiß nicht wohin mit seinem Geld. Aber die Marquise ist noch da. Ach, doch, die ist da. Boah, ich dachte gerade, in der Sandtrap sitzt ein Pinguin. Alter. Ich glaube, meine Medikamente schlagen ein bisschen zu sehr durch. Jan ist da.
Oh, die 913. Hallo, Yvain Lemar, hallo, guten Abend. City Administration. Hallo. Und zwar, wir hatten letztens telefoniert und dann ging es darum, dass Sie doch gerne eventuell einen Termin hätten. Ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich. Ja, Entschuldigung, ich war gerade ganz in Gedanken. Genau, Richtig. um ein paar Sachen mit Ihrer Lizenz zu besprechen und ein paar Fragen Genau. zu klären. Genau, ich würde gerne mit Ihnen einen Termin ausmachen. Also ich mache nicht den Termin, aber ich mache mit Ja. Ihnen jetzt ein Datum aus. Okay. Dienstag, Ja, Dienstag. 24.01. 24.01., das ist nächste Woche, ne? Wenn ich jetzt Ja. richtig im Kopf. Ja, um wie viel Uhr? Ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr. 19 Uhr, 19:30, 20, ja, 20 Uhr, 20:30. Ich würde nur direkt 19 Uhr nehmen dann. Das klingt sehr gut. Okay, dann trage ich das mal so ein. Kleinen Moment. Ja. 19 Uhr. So. Hier wieder rüber. Ich trage es direkt bei mir immer auch ein. Nicht, dass ich es vergesse. Wäre vielleicht 24. besser. So, 19 Uhr. So, abgespeichert. Okay, dann habe ich das eingetragen. 19 Uhr, Seabreeze, beziehungsweise kommen Sie dann? Ja, Ja, ne? ich komme mit Begleitung, also sehr wahrscheinlich der Herr Medved und falls er es schafft, der Herr Brandt auch. Können Sie mal dem Herrn Brandt einen Gruß vom Chor sagen? Ja, kann ich sagen. Ich habe damals, wo ich im FD war, habe ich bei ihm meine ganzen Tauchkurse gemacht. Ah, okay. Deswegen, Bestelle ich ihm. ach nee, das, ich trage das anders ein. So. Genau. Okay. Dann ist das soweit jetzt eingetragen. Ich Ja. schaue nochmal, dass es sicher drin steht, dass kein anderer dann da was reinschreibt. Yeah. Weil manchmal ist das System so ein bisschen, wenn man sich gegenseitig überschreibt, wissen Ja, wir. yeah, das kenne ich. Du, ich habe da gerade Also. was geändert. Nein, ich habe gerade was geändert. Oh Mist, jetzt ist beides weg. Fuck. Ja, genau. Also bei einem Satz oder so ist das ja noch okay, aber wenn man dann Ja. so einen halben Aufsatz reinschreibt, dann. Richtig. Okay, also 24.01.23, 19 Uhr haben Sie einen Termin mit der Leitung. Super, vielen lieben Dank. Dann können wir die offenen Fragen klären, die vielleicht ist es auch nur eine Das. Verständnisfrage, das ist ja aber manchmal, Klar. wie man Klar. es, aber sicher ist sicher, sage ich mir immer. Ja. Super, vielen lieben Dank für den Rückruf auch. Gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch Okay, einen schönen dann Abend. das wünsche ich Ihnen auch. Ciao, ciao. Dankeschön, tschüss. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Achso, ich wollte im Kühlschrank gucken. Wollte noch was Obst rausnehmen. So. Hier so ein Obstbecher. Gehen wir mal nach oben. Kollege. Wenn das nicht mein Lieblingskollege ist, Hallöchen. Und vielen Dank für den Lieblingskollegen. Hi. Womit habe ich das denn verdient? Einfach War gar so nichts gerade. gemacht. Du besitzt eine Marquis, das reicht schon. Ah, ich verstehe.
Ich habe gerade beim BOA, nein, die heißen ja nicht mehr so, telefoniert. Ja, DOL, ich weiß. BOA, ja, nee, so heißen die auch nicht mehr. Egal, wir sprechen vom selben. Termin Dienstag 19 Uhr mit der Leitung wegen unserer Lizenzen zum Klären. Dienstag. Wann 24. sagst du? 24.01. um 19 Uhr. Okay, ja, müssen wir Nana und Pia ein bisschen vertrösten, eventuell. Es tut mir leid. Ich Alles habe gut. eigentlich wollte er später und dann nicht so. Geben Sie mir den frühesten Termin. Ja, 19 nee, ist Uhr. ja okay, das Okay. kriegen wir schon hin. Das hat Priorität. Ja, es geht ja um die Lizenz und dementsprechend nicht so. Deswegen Apropos, die ich habe mal Lizenz. gerade, schau mal gerade bitte in den Kundenstamm bei mir rein. Bei dir? Im RDP? In meine Kundenakte, genau. Du hast eine Akte? Was hast du angestellt? Ach nee, Entschuldigung, war was anderes. Kannst du mal etwas aktualisiert? Ich habe das hier aktualisiert. So. Marquis. Dauerliga. Da habe ich im Probefahrt für Kaufinteressenten. Oh, okay. Privatnutzung durch sehr. Oh! Jetzt Also mache ich eine Sören nutzt die Klammer eh nicht mehr in und ganz den ehrlich, ich Sinn. weiß nicht, warum ich dich nicht vorher schon Oh. eingetragen hatte, aber ja. Oh, das bist du ja noch mehr, mein Lieblingskollege. Muss ich ölen? Ich glaube, die Na, na, wir Spinne brauchen das muss. Ölkännchen. Oh, ich krieg schon Tränchen in den Augen. Oh, das ist so Oh, lieb. ist auch nur Salzwasser. Ja, stimmt. Das stimmt. So, was habe ich da gesehen? Wir dürfen Kapitänsmützen verkaufen. Ja, habe ich in der E-Mail gelesen. In der E-Mail. Genau, habe ich jetzt gerade auch gelesen. Wir müssen dringend mal das Postfach aufräumen, das ist mir zu Ich bin voll. schon dabei. Das ist ja, ja. Ich Ich pack mal hab den gerade noch die Überblick. Mail-Rechnung mit rein. Und dann schmeißen wir die auch schon mal in den passenden Ordner. Also wenn die Rechnungen im RDP gebucht sind, also schon voreingetragen, dann kannst du die auch gerne in irgendwelche in den Rechnungsordner reinschmeißen. Okay. Ja, ich wusste nicht, wie, wo was gemacht Weil wird. wenn die im RDP sind, dann braucht man ja nur noch am Automaten einmal die durchhauen. Wir haben noch eine Rechnung bekommen von Mailweather gerade. Ja, die haben die KW1 haben sie nicht abgerechnet bisher gehabt. Oh, kriegen wir jetzt eine Oder? Rechnung nach der anderen? Das ist jetzt KW2. Genau, die KW1. Mehr. Genau, die hatten erst als letztes war die 2 KW52 abgerechnet worden. Das heißt, die KW1 kommt jetzt auch dazu. So, wie viel wollen Und die die? 2. Also hier steht KW01, die wurde schon gelesen. Und KW02, die ist Ja, ja, jetzt ja. da Logisch. noch. Die KW1 habe ich gerade eingetragen. So, jetzt wollen sie wieder $2.625. Waren sie voll? Zusätzlich. Wahrscheinlich waren sie wieder vollzeitig jeden Tag da, Ja, ne? Wahnsinn. Okay. Na Okay. gut. 625 wollen wir haben. Was ist denn das hier für eine Betriebsausgaben? Brav. Umstellung auf Daueraufträge. Die Ich weiß nicht, ob wir das. Schmelzung. Betrag 260 Dollar monatlich. Bin da noch nicht ganz, ob wir das nicht als Rechnung lassen. Weil einmal im Monat. Ja. Ist ja nur einmal im Monat bei uns hier. Rebecca Taylor. Habe ich schon im Board angelegt. Weil das hatte Bräuchten mir halt jemanden aus John dem Tauchraum. erzählt. Das hatte mir John nämlich erzählt, weil ich ihm schon wieder genervt hatte zu dem Thema.
Und er so, ja, da muss dringend was gemacht werden. Er wollte heute telefonieren. Ich hoffe, er ist um 20 Uhr auch da wieder zum Meeting wie immer. Apropos Board. Hast du so ein Board eingetragen? Glaube, mein Board spinnt. Ich muss das mal neu laden. Lade das mal neu. Mal So, sehen. Ah, jetzt sehe ich sie, ja. Synchronisation. Mir ist nämlich noch eine Idee gekommen. Oha, heraus. Bootsdinner for two. Ja. Pack das mal hier rechts in die Ideensammlung, die ist etwas Habe ich weiter rein? rübergerutscht. Ja, habe ich getan. Und so, Ach so. mein Gedanke war so Bootsdinner for two entweder geführt oder nicht, je nachdem. Ne? Und dazu, also wenn geführt, dann einen hübschen Ort raussuchen und dann das Dinner servieren. Und da dachte ich dann schon, weil CBS steht ja auch eher für eine bisschen gehobenere Klasse. Und da habe ich dann an das La Casa de Mar gedacht und die Tonga Winery, wenn mit hübschen Weinempfehlungen jedenfalls dazu. Oh. Und La Casa del Mar habe ich doch eben auch irgendwo hier ja, ich hatte die gelesen nach gehabt. Ach so, habe ich einem, schon wegsortiert. genau, die hatte ich nach einem Angebot gefragt, weil wir einmal bei denen bestellen wollten. Und als ich dann die Sachen gelesen habe, ist mir dann erstmal die Kinnlade darunter gefallen. Aber gut, einmal können wir es ja auch machen. Beim nächsten Mal gehen wir einfach alle Teambuilding-Maßnahme da essen. Haben Pierre Ja. und ich besprochen. So, das ist Johns Rechnung, die buchen wir nicht ins RDP. Was haben wir hier? Anfrage zu dem Lieferabschleppfahrzeug. Ja, nicht möglich. Umrüstkits, ja, danke für nichts. Ich habe mit Cypress, ach, das hatte ich dir erzählt mit der Mall und dem Zugang. Da wollte ich nochmal anrufen, ob wir da eine Erweiterung auch für die Erste-Hilfe-Kästen kriegen könnten dann. Das war eine Idee, Ja. dass ich da mal nachfrage, weil dann würde es sich für uns auf alle Fälle lohnen, neben den Reparaturkits auch die für Notfälle halt auch die Kfz-Kisten zu kriegen dann Ja, halt. mach das gerne mal. Okay, dann mache ich das mal eben nebenbei. Ah, welche Nummer war das? Nummer 4040 war das, ne? Korrekt. Glaube ich. Glaubst du? Oder hoffst du? Ja, 4040 steht in der Karte. Ich da mal dran, nehme ich da raus. Frage ich die an. Oh, nicht erreichbar. Oh, das liebe ich. Das klingt nach Cypress, ja. Reparaturkits dann bei Ryzen. Das ist, ja, komm, ist ein Angebot. Kann man im weitesten Sinne drunter laufen lassen. Da ist noch eine Cypress-Rechnung. $2.940, die könnte schon etwas her sein. Ich habe die schon, muss man mal gerade gucken. Das müsste das Boot sein. Nee, 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 nee. Die habe ich nämlich Nee, nee, eingetragen nee. gestern. Ja, die hast du eingetragen. Aber die anderen Die nicht. andere hat niemand eingetragen bisher. Okay. Na, richtig geldlos diesmal. Wird teuer, okay. Waren 11.1. 2.940 nochmal drauf Ach, das waren für die 20 Reparaturkits. Reparaturkits. Ja. Genau. Ich erinnere mich. 20 Stück und das Ganze im Einkauf. Die hätten wir noch. 2.940, ja. Die hätten wir ja schon am Dingens bezahlen müssen. Ja, Rechnungsrechnung. mich wundert es, dass da noch keine Mahnung oder zumindest Zahlungserinnerung reingeflattert ist. Aber bin ich fein mit, da kommt schon.
Kommt er? Da ist gerade ein Kombi auf unseren Parkplatz geflitzt. So, dann kann die Reparaturkitrechnung auch ins. Was haben wir Scheint. noch? Die Pachtzahlung ist auch schon im RDP. Ja. Green Planet ist im RDP Ja. und die Rechnung für die Sunjob ist im RDP. Ja. Ja, guck mal, dann sieht das doch ganz angenehm inzwischen wieder aus. Ich wusste nur nicht, ob ich die Rechnung bei Green Planet schon als geliefert machen sollte. Das habe ich jetzt Die machen rausgelassen. das, glaube ich, machen die Rechnung immer im Nachhinein? Ich meine schon, ne? Ich gucke jetzt nochmal durch, was haben die geschrieben? Standort, vielleicht irgendwie ein 15. des Folgemonats. Ne, im Voraus klingt das so ein bisschen. Abfangen, Ja, Rum wer und so noch? weiter. Wir. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Bist du Okay. müde? Soll ich dir ein Kissen holen? Eine Ich habe Decke? auch nur fast verschlafen. Ach, ist ja nur fast, ist doch gut. Ja. Das stimmt, das ist im Voraus. Na gut, dann ist das eigentlich noch nicht geliefert, aber. Also, da habe ich Was es ist noch offen nicht gelegt. geliefert? Müll. Ach so, ich dachte schon, die Sunshine wäre noch nicht da von dem Herrn McKenzie. Doch, die ist schon Du lebst echt ausgeliefert. unter einem Stein, oder? Nee, aber da wäre ich ausgerastet und mich würde nichts wundern bei Cypress. Ich weiß, dass er sein Equipment schon hat und alles, aber es passieren die wildesten Dinge in Los Santos, ne? Dienstag, 24.01. 19 Uhr Termin DOA mit der Okay. Leitung bezüglich der Lizenz und unseren Fragen. Ja, das müsste er tatsächlich ohne mich machen. Da bin ich komplett verhindert, da bin ich nicht im Lande den Abend. Da habe ich einen Okay. Termin auf dem Festland. Kriegen wir irgendwie schon hin. Ja. Und ich soll den lieben Gruß von einem Herr Co. oder so bestellen. Er hat bei dir die Tauchpose gemacht, wie er noch im FD war. Koali. Corley, genau. Da soll ich dir liebe Grüße bestellen. Der ist jetzt Ja, beim DOA. Dankeschön. Das weiß ich. Der hatte mich zuletzt auch angerufen wegen. Steht das Ding da hinten eigentlich noch? War irgendwer von euch mal draußen? Was? Wo? Steht da bei den Zapfsäulen noch ein Fischerboot? Ja, die Reefer ist noch da. Gut, ja, ich frage aus dienstlichem Interesse. Ja, ich Okay. habe jetzt nicht geguckt, ob sie sich langsam davon macht, aber Nee, nee, da, die nee. liegt auf jeden Fall noch da in der Gegend. Perfekt. Okay. Gut, dann haben wir jetzt Ja, da noch brauche ich das. vielleicht demnächst einen von euch dienstlich. Ich brauche eine verbindliche Aussage, dass man das Ding nicht käuflich erwerben kann und auch nicht konnte. Zumindest nicht bei uns hier im Bassino. Das kommt drauf an. Nee, es sollte ja für Ocean Life geholt werden, aber es kam nie. Ocean Life, sag ich schon, Ocean Fishing. Die wollten ja eine Reefer haben, die hatten ja nur den Dings. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht die Bezeichnung für das große Fischerboot, ne? Fischerboot? Fischerboot Ist ist das. Reefer. Nee, die hatten so einen großen Kutter. So einen richtig großen Kutter tatsächlich hatten die. Da oben lag eine Tag rum, aber das ist kein Fischerboot. Auf jeden Fall hatten die so einen großen Kutter. Okay. Ein größeres Boot zum Fischen. Also die hatten keine Reefer. Ich weiß, die hatte Ocean Fishing ja damals angefragt, aber die ist ja nie rangekommen über Cyprus. Ja, jetzt schon scheinbar. Wenn die Reefer jetzt geliefert wurde. Nee, ich darf nichts dazu sagen. Okay. Nee, Ocean Fishing hat eine Tag gekauft damals. Ja, das war eine Tack. Genau, die hat eine Tack. Gut. Ja, da brauche ich vielleicht einfach mal eine Aussage von euch, dass man die zumindest nach unserem Stand nicht über uns beziehen konnte oder auch über Man uns hätte nicht sie importiert über wurde. uns, lizenztechnisch hätte man sie über uns beziehen dürfen. Genau, aber es kam ja auch nie was von Cypress, ein Preis oder so. Nein. Die haben ja ewig gebraucht und dann war Ocean Fishing ja schon dicht. Dann frage ich mich, wer die durch die Gegend kutschiert hat. Ich frage mich dann Tja, eher, wo die herkommt. Ja, das auch. das gilt für mich herauszufinden Aber tatsächlich. das frage ich mich auch bei manchen Booten sowieso. Okay. Ja, das freue ich mich auch bei so komisch orange lackierten. Aber naja, Wie die dann wissen wir es Orangschuhen. ja. Ja, aber das wissen wir ja. Das zögere ich mal noch raus, bis ich da Cypress anscheiße. Wir brauchen die ja noch.
Ja. Aktuelle Themen. Das wir haben eine Bewerbung bekommen, aber das weißt du sicherlich. Ja, natürlich. Weil wer es angeleiert hat. Ja, ja. Ja. Ich hörte davon schon von der Kollegin hier neben mir. Ja. Da brauchen wir natürlich jemanden, der sich mit Tauchen auskennt und entsprechend dann Fragen stellen kann. Das Thema mache ich, die ist auch schon komplett ausgebildet als Sporttaucherin, also ein reines Formaliengespräch. Zufälligerweise meine neue Partnerin. Ja, ja. Da ja, wird aber, sie hat jetzt ja Sweet Tinker verkauft, will jetzt wieder einen Nebenjob haben, noch neben dem BCSO. Sie hat Bock, weil ich zu ihr meinte, wenn sie einen Verkauf will, ist er primär abends. Aber sie ist auch quasi immer ab frühem Nachmittag da und kann dementsprechend auch früher Tauchkurse anbieten, wo dann viele Leute ja auch manchmal eher wollen als wie abends. Gibt uns Flexibilität, muss ich nur im Kurse geben, ausbilden und dann haben genau, wir das schon müssen wieder. Müssen wir ja einmal dann den Onboarding-Workflow durchgehen. Ja. Soll ich dich da dran kleben, John? Ja, das werde ich auch heute noch im Verlauf des Abends kriegen, weil das noch hin. Wunderbar. Soll nur anrufen, wenn sie vorbeikommen soll. Ja. Ich habe gedacht, wir machen erstmal einen Termin Stuff. Hast, dann setz den gerne auch auf die Karte drauf. Ja, das wird heute wirklich so ein Ding, sobald ich anrufe, kommt sie runter. Die ist gerade auch extra nicht oben beim Sheriff's Office arbeiten. Es sei denn, wir haben jetzt halt Sachen bis was weiß ich wie viel Uhr dann. Und wenn das klappen sollte, hilft sie mir auch gleich, die Taucher zu telefonieren. Ich habe jetzt nicht vor, hier Ewigkeiten rumzusitzen. Nee, bitte nicht. Wird sie noch rausfahren? Wir haben jede Menge Rechnungen gekriegt. Stapelweise. Ja, die zahle ich dann auch alle noch. Mit Zähneknirschen. Ich bezahle übrigens die Police von unserem Konto und schicke dann Eigenkapital hier rein, ne? Ja, okay. Hallo, Svenny. Dann damit, buch dann das auch mal ins RDP rein. Oder soll ich das eben machen? Ja, mache ich dann. Damit ich dann noch die Vorlage habe über Dings am Automaten. Und dann überweise ich deswegen, selber die einmal Summe. Rechnung kopieren ins Kommentarfeld bei der genau. Buchung und dann ich lege dann auch diese Jacken an. Bitte? Ich lege dann auch die Jacken an. Für. Achso, ja. Dann brauche ich am Automat ja nur einmal klicken. Ja, da würde ich, warte mal, Jacken anlegen. Das würde ich eher unter Dienstkleidung verbuchen und dann können wir mit auch so machen. Einem Dollar bepreisen. Weil dann können wir das Ganze immer auch in verschiedensten Varianten. Ja, dann machen wir das so. Müssen wir nämlich mal auch die ganzen Waren und Preiskategorien noch mal ein bisschen reduzieren. Weiß ja nicht, was da alles noch war. Boah, wir hatten eigentlich schon alles rausgeschmissen. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch schon ziemlich aufgeräumt. Wir haben schon aufgeräumt, aber ich bin sicher, man kann noch das eine oder andere in Betriebsausgaben oder Anschaffungen reinstecken, was jetzt irgendwie als eigene Kategorie existiert. Okay. Ja gut, Reinigungsmittel vielleicht, ne? Aber ich, Lebensmittelbestellung, ja, müssen wir uns jetzt keinen Kopf machen, das kommt mit der Zeit immer so stückchenweise. Ja, genau. Genau, was wäre das nächste? Kapitänsmützen, wir dürfen Kapitänsmützen verkaufen. Jo. Einkaufen tun wir die für $60. Ja. Verkaufen, wenn das Ausrüstung ist. Wäre es für mich im weitesten Sinne, verkaufen wir die für, was habe ich gesagt, für $150. Unter was würde ich das denn am ehesten sehen? Ja, Seefahrt-Equipment. Ja. Können wir dann ja aber Dienstag auch anfragen. Genau, da sollten wir uns dann, haben wir da schon ein Kärtchen für? Nee, ne? Das habe ich gerade gesucht, aber noch nicht gefunden. Dann darfst du gerne eins erstellen. Okay.
Okay. Sehr gut. Was packen wir da alles rein? Da packen wir wahrscheinlich rein das, was wir auch schon in der PDF-Besprechung drinstehen haben, nochmal, ne? Würde ich sagen, ja. Ja, kannst einfach kopieren und. Okay. Hast du? Ist drin. Ich wollte jetzt noch die Mützen reinschreiben. Ja. Okay, steht drin. Wunderbar. Wie viel Uhr war das Gespräch mit dem DOA-Dienstag? 19 Uhr. Ja, ich glaube, vor 20 Uhr landet mein Flieger hier nicht wieder, oder vor 21 Uhr, ich glaub, dann wird es wahrscheinlich schon vorbei sein. Ich hatte den frühestmöglichen Termin genommen, der mir angeboten wurde, weil ich noch offen im Hinterkopf hatte, dass wir das Gespräch hatten mit Nana und Pierre am Dienstag. Deswegen. Ja, und die Punkte müssen ja jetzt auch schnell geklärt werden. Richtig. So, ich habe noch mal ein paar Sachen rausgenommen, nämlich die Geschichte mit Cypress, die Lizenzgeschichte, weil das ist so oder so durch. Ja. Und die Reparaturbeträge. Da würde ich jetzt noch einen neuen Punkt wieder aufmachen, na, nämlich Reparaturen an sich Ja. können wir gerne für den Reparaturkit-Preis plus X Prozent machen. Aber wie sieht es mit Wartungen aus? Im Sinne von, da guckt sich das einer an, ob denn überhaupt noch Reparatur nötig ist. Ja, ihr könnt da ruhig aber auch Wartungszeit. ansprechen, dass Reparatur also nicht der Verkauf einer Ware ist, sondern die Reparatur ist ja der Verkauf einer Dienstleistung. Ja. Deswegen erschließt es sich mir nicht, warum man nicht das Gehalt des Mitarbeiters reinrechnen kann. Ich meine, es ist logisch, dass eine Reparatur nie wie im Sinne, ne? Wir nennen mal das Kind beim Namen, wie es war eine Zeit lang beim ACLS, du hast eine kaputte Glühbirne, fällst hin und bist $450 los. Ja. So, ich würde das Reparaturwartung als Dienstleistung nicht als Verkauf nennen. Sehe ich genauso. Branchenbezeichnung, ja, keine Ahnung, ob das. Das wird, glaube ich, eine Etage höher geklärt. Da Ja, müssen die völlig aber diese egal. Branchenbezeichnung lockern und die Lizenz darf nicht an die Branchenbezeichnung geknüpft sein. Das funktioniert nämlich bei Unternehmen wie uns nicht. Ja, richtig. Dann frage ich mich, wie das bei Paradise funktioniert mit drei verschiedenen Branchen. Naja, die Freizeitbranche ist ja immer noch eine Freizeitbranche, aber naja. Ja gut, aber halt Event und Fahrzeug, ne? Sagen wir mal zwei Branchen, ne? Wie steht sie denn im Handelsregister drin? Die haben ordinäre Dienstleistungen, glaube ich, drin. Dienstleistung, originäre Dienstleistung, ja. Ja.
Ach, manche Bezeichnungen sind eh wild. Mr. Glass, das ist Tourismus, Kauf, irgendwas. Ja, das hatten wir schon mal. Ja. Genau. Mhm. Die Verkehr sind alle im Bilde über das, was da im Moment ist. Na, wir waren also im PBS nicht zwingend, haben angefragt, ob wir denn einen angepassten machen könnten. Da waren die eigentlich mit einverstanden. Wird auch nicht besonders teuer. Machen wir dann irgendwann bei Zeiten. Genau. Bootschein für Mitarbeiter hatte ich ja auch schon, glaube ich, angerissen, Evane, dass wir das jetzt so machen. Mitarbeiter geht dahin, sagt, ich hätte gern Bootschein, arbeite bei Seabreeze. Die sagen, okay, dann strecken wir das Geld vor und der Mitarbeiter kommt zu uns und fragt, ob er die Hälfte wieder kriegt. Ja. So, dass aktive Mitarbeiter erforderlich ist. Genau. Gut, dann können wir das Ding ja archivieren. Das stimmt. Oh, ich liebe Sachen zu archivieren. Ja, ne? Was haben wir noch? Verbandskisten. Das ist in 2 Monaten erst wieder fällig. Ja. Die Gebrauchtfahrzeuge haben jetzt aber gerade keine... Aber Verbandskisten schreibt euch schon mal auf. Also ich überlege, ob wir tatsächlich welche auf Boote packen. Immer aktuell? Ja. Das ist nämlich meine Frage gewesen, auf die ich jeden, den ich gefragt habe, eine andere Antwort gekriegt habe. Ja, mit der Frage wollte ich tatsächlich auch mal mich an den Chief Justice wenden, weil für mich wäre es sinnig. Die müssen wir dann ja jetzt auch in Zukunft, weil ab 10 Stück Cyprus. Bei Cyprus. Und vorher ja 24/7. Ja. Ja, bisher habe ich ja nur die Autos bestückt immer. Ja. Hm. Ich denke fast schon, haben wir mehrere Fragen an die Justiz? Dann erstell eine Karte und schreib die damit rein. Ich glaube nur die Verbandskisten, weil den PBS will ich eigentlich nicht klären. Weil, naja, was hast du denn noch alles fürs Seerecht, ne? Ist die Frage. Noch gar nichts, weil ich mich damit noch nicht wieder auseinandergesetzt habe. Okay. Ich habe mit Pierre wann war es vorgestern? Haben wir ein bisschen drüber gelacht, was da drin steht und nicht drin steht, aber wir haben das jetzt, haben uns noch nicht daran gesetzt, das zu bearbeiten. Ja. Dann hat auch ehrlich gesagt keine Priorität, würde ich aber trotzdem tatsächlich mal über Seerechts würde ich einfach mal ganz unten. Und zwar bei Ja, es wird halt auch extra als Kfz-Verbandskasten definiert, ne? Das wäre jetzt unsere eigene Lösung, ob wir sagen, wir wollen immer frische oder nicht. Ist halt die Frage, wie viel spart man? Klar, aber wir werden wahrscheinlich teurer sein, als wenn wir die aus dem 24/7 holen. Wäre eine Überlegung wert letztendlich. Müssen Meinst du denn anfangen, teurer der kostet. Als 24/7? Nee. Aber wir müssten ja 10 Stück nehmen, wenn wir über Cyprus holen, ne? Ja, aber wir kommen aber... Also ich zähle jetzt gerade durch. Wir können natürlich auch... Also hat Yvain die Idee, dass wir das bei der Non-Food Megamall anfragen? Ja. Ja, das können wir machen. Das plus die Repair-Kits halt. Das ist die im Hafen, die Megamall, glaube ich, ne? Richtig, ja. Da sagte sie, die Dame am Telefon auch, dass wir dann die Karte ausgestellt kriegen und dann auch noch einen Rundgang, wo das Regal ist, gezeigt bekommen. Okay, ja gut. Und es ist die halt im Hafen, nicht die im Süden. Okay. Ja, die ist mir auch lieber als die im Süden, wenn man da so abends um 10 mal was rausholen muss. Genau, was haben wir noch? Arbeitsmaterial. Da hat sich nichts getan. U-Tool. Müssen wir anfragen wegen einem Hochdruckreiniger und einem Feuchtigkeitsmessgerät, was die wahrscheinlich erstmal wieder anfragen müssen. Ja. Gut, das Sinn. Hat er... Wobei, wenn wir das schon mal anfragen, dann können wir wenigstens, sobald wir die Werft haben, Trademark, damit auch arbeiten. Das stimmt. Ja. Werft, dazu müssten wir erstmal wissen, wann die kommt. Ja. Ja, Gespräch mit Michael Olsen steht noch auf der To-Do-Liste. Soll ich Lieb anfragen? Ja, frag Lieb an und wenn die nichts sagen können, schreibe ich eine nette Mail an Michael, weil dann haben wir schriftlich nochmal mit der Werft. Von Series, guten Abend. Wieso hast du die Leitstelle? Achso, ja. Jawohl, korrekt.
Okay, wunderbar. Anti-Fouling hatten Sie auch auf der Liste? Perfekt. Korrekt, ja. Ja, das hat bei uns Tradition. Mist. Sehr gut. Genau. Perfekt. Dann vielen Dank für die Rückmeldung. Alles klar. Dankeschön. Ebenso, Dankeschön. Tschüss. Das war Humane Labs. Die hatten Programme. schon damals von Johnson oder Kane eine Anfrage wegen Bootslack an irgendein Labor gestellt und das läuft übers CASA. Die sind also dran. Die holen das nochmal hervor und ja, das heißt im Grunde warten die jetzt auf die Behörden. Das heißt, wir müssen warten auch indirekt wieder auf Behörden. Ich Ich lieg's. springe hier gleich von der Terrasse, ne? Lohnt sich Ja, mach nicht, einen brichst dir Körper. nicht genug. Ja, Sorry, ich wollte mach einen gerade sagen. Körper. Flachkörper? Nee, Kopf voraus. Ziehst also vorher die Arme ein. Aua. Okay. Ja, Krass. jedenfalls dieses wäre das. Okay, aber das ist wenigstens in der Mache, das ist gut. Genau. Dann Gespräch mit McGill Olsen steht noch in der Besprechungsthemenkarte. Aber das haben wir jetzt auch als Mal. Kärtchen. Und mal das machen wir mal. Das machen wir mal anders. Das packen wir hier rein. Und dann können wir das aus der GF-Karte rausnehmen und die als abgehakt archivieren. So. Das kann jetzt hier rüber und ins Archiv. Dann stört das schon mal nicht mehr. Änderungen im Freizeitangebot. Kuchen können wir wieder anbieten. Was? Hast du gerade Kuchen gesagt? Ich glaube, ich Kuchen habe Hunger. fände ich auch gut, aber Touren. Oh ja, lass uns auf hier eine Bäckerei umschwenken. Ich würde das direkt mal in die. Nicht in die GF-Gruppe, sondern Entschuldigung, in ich die habe Kuchen Saustall-Gruppe verstanden. reinschmeißen. Ja. Du kannst auch noch mal reinschreiben, dass du Boots- und Jetski-Preise ein bisschen angepasst hast, aufgrund dessen, dass wir die Preise von Paradise erfahren haben. Wenn ich jetzt noch die Tauchpreise da rauskriege. Ich arbeite dran. Braucht nur eine Ja. neue Spionin. Eine neue? Warum? Na, wenn die alte anruft, ist es ein bisschen komisch. Ich werde dann schon wieder den Booten und den Jetski gefragt. Aha. So, dementsprechend. Tauchkurse müssen unbedingt überarbeitet werden. Ich weiß. Wir brauchen die Preise fest, wir brauchen ja alles. Was die Preise in der Vermietung angeht, sollten wir auch inzwischen auf dem neuesten Stand sein. Die müssten angepasst sein, können wir aber gerne auch nochmal gerade drüber schauen. Also Jetskis habe ich ja gesehen, wie du angepasst hast. Das passt. Genau. So, Preiskalkulation ist hier. Es wird auch erstmal meine Devise, insofern das möglich ist, möchte ich Paradise um jeglichen Preis unterbieten. So arschig, wie es So. klingt. Die Schulung Avisa ist erstmal ausgesetzt. Würde ich erstmal den Nullpreis reinsetzen. Dann
Jetski 60, $125, Jetski 120, $225, alles darüber Sondertarif. Wir müssen Avisa runtersetzen, fällt mir gerade so auf. Visa müssen runter, kommen wir gleich zu. Ja. Suntrap Tropic, liegen wir bei 200 gleich auf mit Paradise. 120 Minuten haben wir ein bisschen Rabatt, nämlich 10%. 3 Stunden haben wir ein bisschen Rabatt, nämlich 15%. Und 4 Stunden haben wir ein bisschen Rabatt mit 20%, wenn ich das sehe. Kommt das hin? Runterschrauben können wir ja immer. Runterschrauben können wir immer. Genau. Kommt das rechnerisch hin mit den Preisen für die Vermietung? Wären das Lohnkosten 90 mal 4 sind immer noch 360. Da machen wir einen ganz guten Schnitt. Ja. Ja. Gut. Jetmax und Squallow. Haben wir, was haben wir da? Haben wir etwas nach oben gesetzt gegenüber der Preiskalkulation? 1 Stunde 300, wenn ich das jetzt sehe, bei der Jetmax, wo ist sie? Squalo. Jetmax könnten wir für eine Stunde 487 nehmen. Aktuell nehmen wir 400 mit happigem Rabatt auf 2 Stunden, nämlich nur 50% Aufschlag. 400 auf 600. Ja, also Plus machen wir da so oder so. Ich denke, da wird auch nicht Eben. viel gebucht. Ne, und soll ja eh weg. Soll ja ewig, genau. Avisa, sagst du, müssen wir überarbeiten. Ja, Avisa waren doch Einkaufspreis. Lass mich jetzt lügen aus dem Kopf heraus. 33,5. Ja. Ja, wir sind über dem Prozent, den wir nehmen dürfen. Tatsächlich. Ne, Moment. Wir dürfen auch noch Dinge aufschlagen, oder? Aber nicht ohne. Ach so, ja, stimmt. Lohnkosten. Ja, okay. Ja. Ja, okay, nee, dann sind wir doch fein. Ja. Wer ruft an? Metroid von Seagreaves, guten Abend. Heute hat er die. Hallo. Ja, klar, gerne. Ja, das bieten wir auch an. Wir haben sogar verschiedene Bootstypen zur Auswahl. Hallo, sind Sie noch dran? Also wir haben zurzeit Tropic und Suntrap, das sind so die beliebtesten. Und dann für ein bisschen mehr Geld haben wir noch eine Squallow und eine Jetmax. Das sind alles Motorboote, die Tropic und Suntrap, so das sind die, ich sag mal, relativ gewöhnlichen Boote. Da kann man mal ganz gut zum Angeln mit rausfahren. Die Jetmax ist ein reines Powerboat, also wenn man mal zu zweit, das ist zu beachten, die hat nur 2 Sitze, richtig Du über die Wellen hüpfen will, Naschkatze. dann wäre die Jetmax auf jeden Fall das Richtige. Und die Squallow ebenfalls nur mit 2 Sitzen ausgestattet, die hat jede Menge Platz, da kann man zum Beispiel auch noch Tauchequipment mitnehmen und ganz Ein gemütlich Grill dann draufstellen. hinten vom Heck Liebe ins Wasser Insat. hüpfen. Das wären unsere Boote, die wir zum Ausleihen haben. Ansonsten haben wir noch Jetskis. Das Segelboot, was hier liegt, ist im Privatbesitz. Das kann man leider nicht leihen. Das hat jemand gekauft, ja. Frech, unglaublich. Hat da einfach jemand gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das eben mitbekommen habt, ganz am Anfang, Jawohl, weil, gerne. wie Immer wieder. erwähnt. Keine Ahnung, wer es Wunderbar. gekauft hat. Nein. Danke auch. Schönen Abend dann noch. Danke, Aber tschüss. Jan hat in Wir seine brauchen. Gruppe. Ja. Dringend!
müssen ganz dringend die beiden Boote inserieren. Jan hat seine Kundenkarte bei Seabees geändert. Das Gespräch hat Sören suchen, was wir rausgestrichen, für dass, können, was drin wäre. Sich, dass er sich privat das Boot mal ausleihen darf. Ach so, ja, und hat Evane eingetragen. Evane darf privat sich den Schlüssel rausnehmen, egal wann, und mit der Marquis rausfahren. Wo schreiben wir das auf? Das schreiben wir auf. Er kann ja rennen. Das ist ein neues To-Do. Entschuldigung, was? Ich war gerade fasziniert, er kann rennen. Wenn es eilig ist, dann glaube ich. Ja, also aufschreiben. Machen wir das in die ins Kärtchen für die Preise der Gebrauchten oder machen wir das. Nee, machen wir als extra To-Do. Magst du einmal? Nee, ich war gerade raus, ich weiß. Marquis anschaffen ist also so ein längeres Dings. Nee, die bei Cyprus anfragen, ob die die zurücknehmen würden. Die Boote? Ja. Jetmax und Spoiler. Schreiben wir die privat an? Oder, nee, Quatsch. Schreiben wir die per E-Mail an oder soll ich dir einfach mal anrufen? Das ist eh meine Frage. Soll ich an den ganzen Punkten einfach mal telefonieren? Ich habe doch eine zuckersüße Stimme. Ich würde versuchen zu telefonieren, weil das kann man auch schneller erklären. Mhm. Aber wenn die sagen, wir brauchen es per Mail, dann ja, okay. Dann machen wir es halt per Mail. Okay, ich probiere nochmal mit der 4040. Ja. Gehe dann über zur 42 war das. Warte, so die haben so viel, die haben alles zusammen. Die haben die 4040 für die Megamall, aber das ist ja separat. Genau, die und haben die 4141 für die Fahrer, was auch immer die tun, ausliefern, glaube ich. Und die 42 ist Büro. 42 ist Büro und 43 ist Fahrzeugausgabe. Dann probiere ich mal, ob die Frau Blumstiel da ist. Die war ja beim letzten Mal super. Ja. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Gut, dann probiere ich jetzt nochmal die 4040. Vielleicht ist die jetzt erreichbar. Nicht erreichbar. Oh, ich liebe es. So, okay. Nächste, wen wollte ich noch anrufen? McGill. Ja. Und fragen, ob ich da einen Termin für ein Gespräch für uns kriege. Wir hätten da mal so ein paar Fragen. Ja, und dreimal die 6, dreimal die 9. Dreimal die 6, dreimal die 9. Mal ganz lieb anfragen. Mhm. Je nachdem, wen du da dran hast. Olsen, Castellano, hallo. Yvette Lemar von Seabreeze. Hallo, Frau Castellano. Wie geht's Ihnen? Hi. Gut, denn selber? Ja, gut. Ich sitze gerade endlich wieder auf dem Balkon. Bei Seabreeze ist endlich wieder der Balkon frei. Ja. Geschlossen? Ja, da wie der Schnee war, war es zu kalt. Überwinter. Ja, genau. Klar, natürlich. Da war es einfach zu kalt, egal was wir gemacht haben. Deswegen genieße ich gerade wieder draußen zu sitzen. Das verstehe ich. Ich hätte mal eine Frage. Ja, genau. Ich hätte mal eine Frage. Besteht die Möglichkeit, dass wir einen Termin vielleicht ausmachen? Wir haben so ein paar kleine Fragen und wollten Sie einfach fragen, ob wir uns da mal zusammensetzen könnten bezüglich CBs. Fragen in welcher Form? Alles Mögliche. Okay. Es geht um die Stege, es geht um die Pacht, es geht um die Werft, es geht um ein paar andere Sachen. Also es gibt ein paar Sachen einfach. Deswegen sage ich extra diverse Themen. Okay. Ich wollte das jetzt nur deshalb wissen, wenn es um irgendwelche Anbauten, Aufbauten oder sonstiges geht, bräuchten wir im Moment... bitte? Da aktuell nicht. Also da haben wir gerade nichts. Okay, alles klar. Außer die Werft, die halt ewig offen ist. Ne? Anfrage. Ja gut, das ist ja noch Gott sei Dank vor der Gesetzesänderung passiert. Ja. Aber jetzt bräuchten wir zwingend einen Auftrag vom CEO. Deshalb habe ich gefragt. Ja. Aber wenn es nur um allgemeine Fragen geht, ja, können wir machen. Gucke ich gerade mal in unserem Kalender. Heute und morgen ist schlecht. Samstag haben wir frei. Wie sieht es denn am Sonntag bei Ihnen aus? Bin ich selber nicht, aber ich frage mal meinen Kollegen. Jan, bist du Sonntag da zufällig? Na, wir können diesen auch Sonntag? Ja. Also, wie viel Uhr denn? Auch kein Problem.
Dann vermutlich nein, aber Montag oder Montag, eins von beiden. Vermutlich Bank, aber wie viel Uhr? Er fragt immer nach wie viel Uhr. Ja, ab wann sind Sie denn verfügbar? Ich selber bin ich, also er fragt, ab wann bist du denn verfügbar? Fragen wir mal so. Also ich würde sagen, wenn dann so ab 19:30 Uhr ist ganz 17:30 wird ein bisschen knapp. Lieber 18 Uhr. Versuchen wir mal 18 Uhr. Okay, also ich stehe gerade ab 19:30 Uhr vor. Da stehe ich ziemlich sicher in der Bank. Müsste ich gucken, ob ich mich loseisen kann. Okay. Ja oder nein? Kann ich so. Also noch nicht, oder später, ne? Also, je nachdem, wie die Kollegen dann da sind. Okay, wenn dann eher Montag. Okay. Ja. Uhrzeit. 19:30 rum. Ich frage jetzt auch nochmal in die andere Richtung. Also wenn es 19:30 wird, dann eher also Sonntag tatsächlich. Sonst später? Ansonsten nach 22:30. Also 22:30, die arme die junge Dame möchte auch Feierabend irgendwann machen. Also ehrlich, Jan. Das ist also ich auch. Also 22:30 ist schon ist spät. Relativ spät, aber ja. Was hält er denn von 21:30? Was hältst du von 21:30? Das ist genau mittendrin, also vorher oder hinterher wäre mir lieber. Dann lieber vorher. Dann lieber vorher. Also 19 Uhr. Dann also 19 Uhr, ja. Okay, okay, Sonntag? Genau. Montag. Ja, okay. Ja, Montag dann 19 Uhr. So, dann trage ich sie da gerade mal ein bei ja. mir. Montag 19 Uhr, jawohl. Genau. Dann kommen wir bei Ihnen vorbei. Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, das sind wir wollen nichts aufbauen, anbauen, umbauen. Gar kein Problem. Es sei denn, ihr habt eine Werft gerade unter dem Arm geklemmt, dann die leider würden wir nehmen. Okay. Leider nicht unter den Arm geklemmt, aber ja, es sollte nicht mehr lange dauern, glaube ich. Wie gesagt, wenn die unter dem Arm geklemmt wäre, ich läge ihnen zu Füßen. Die habe ich leider nicht unter dem Arm geklemmt, ist zu groß von meinem Unterarm. Hätte ja sein können. Ich könnte. Okay, alles gut. Klar. Dann sehen wir uns Montag 19 Uhr. Sehr gerne, freue ich mich drauf. Bis dann, tschüss. Sehr schön, bis dann, tschüss. Die sind aber auch kompliziert, den Terminen. Ja, ich habe halt die Festnahmungszeit meiner Bank. Ich wollte sagen, tut mir leid. Ich Zeit. Es ist nun. Ja, 21:30 wäre der späteste Termin gewesen, aber da wäre es ja auch genau mittendrin gewesen bei dir. Ja. Ja, ja. Muss ich wieder eine Tafel Schokolade der Kollegin vorbeibringen dann? Das wird aber teuer langsam, wenn ich immer Schokolade bringe. Der Castellano oder was? Nein, 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 der Kollegin bei der Bank, weil ich dich ja jetzt schon wieder für CBs herbestelle mit. Nö, nö. Ich weiß ja nicht, wie deine Kollegin ist. Beim letzten Mal habe ich mich entschuldigt mit Schoki. Da sagt die nicht nein, das ist das nicht. Ja gut, das war auch sehr spontan. Da hattest du keine Tage Vorlaufzeit. Das war so, komm jetzt. Ja. Ja. Schnell. Notfall. Und jetzt hast du ein paar Tage Vorlauf. Du kannst es anbringen. Ehrlich. Also den besten Mitarbeiter der Bank kann man doch auch mal eine Stunde entbehren, wenn man zum Voraus das ist weiß. Halt das Problem. Ich verstehe schon, kann man nicht entbehren, verstehe schon. Mein armer Lieblingskollege. So eingespannt und eingenommen von der Bank. Ja, hier kann ich mir die Zeit einigermaßen einteilen, außer wenn es irgendwelche Termine sind. Bei der Bank ist es mit den Öffnungszeiten deutlich schwieriger. Ja. Gut, Gespräch mit McGill Olsen, sagst du, am Montag. Montag, 19 Uhr. 19 Uhr. Kannst du da auch? Ja.
Ich mache es möglich. Machen wir das zusammen. Finde ich gut. Ich bezweifle, dass John da Zeit hat. Ja, Deswegen. entschuldigt. Alles gut. Ja. So, wir haben Yvain hat einen Teilerfolg erzielen Ja, können. ja. Wir kennen uns einen Termin. Wann? Montag 19 Uhr. Bin ich da? Bist du da? Okay. Ja, ich bin da Montag. Dann nehme ich dich mit auch da rein. Dann Ja, laden wir da zu dritt auf. gut, dass er nicht Sonntag gesagt Nun. Gut, dass ich nicht Sonntag genommen habe, Jan, ne? Okay, pass auf, falls noch Termine reinfliegen. Ich habe Sonntag was Dienstliches um 20 Uhr, was ich absolut nicht verlegen kann. Montag 19. Ja, ich muss eine Kollegin fragen, ob die meine Fortbildung übernimmt. Oh. Ja, ich brauche 2 Tage die Woche im Moment. Ich merke schon. Okay, das kriege ich aber eingerichtet. Kriege ich hin. Montag Du 19 kannst Uhr, ich danach setze das wieder mal ganz für schnell 19. hin. Ja, ich habe eigentlich eine Fortbildung von 18 bis 19:20 um, die ich Oh, leiten muss. okay. Aber das kriege ich schon irgendwie abgegeben. McGill-Termin. Okay, ja, okay. Also die wissen bestimmt noch nichts zur Werft. Ich habe sie gerade gefragt, wenn sie die Werft unter einen Arm geklemmt mitbringen, liege ich ihr zu Füßen. Sie hat sie leider nicht. Aber bald, bald. Vielleicht können wir das jetzt zu unserem Verhandlungsvorteil nutzen. Ja. Werbt und harrt. Ja, Ja, sie okay. hatte mich direkt gefragt, weil das Gute ist, was das Ja. Thema Werft und so weiter anbelangt, dass das noch in der vor der Gesetzesänderung und der Lizenz bei uns ja anstand. Ja. Alles andere muss jetzt Ja. wirklich extrem mit Schriftverkehr und was nicht alles und Das Pipapo. finde ich aber gut. Und Weil geht auch, gerade Sachen ja. bei McGill, ja. Ja, wenn die Werft da ist und das alles läuft, will ich auch nochmal mit denen vielleicht über einen schönen Ausbau von unserem Gebäude sprechen. Und nicht nur, weißt du, wir haben hier so viel ungenutzte Fläche. Ja. Ich hätte gerne, also das, was mir Herr Müllmann versprochen hat, denke ich mal, ist eh vom Tisch. Der Herr Millmann hat dir was Also versprochen. was heißt versprochen? Aber Müllmann hatte damals zu Kane und mir gesagt, das bleibt auch weiterhin unter Verschluss. Die Fahrschule wollte wohl eigentlich umziehen und dann hätten wir rüber in das Gebäude Ja. gekonnt und wir hätten einen richtig schönen Ausbau beantragen können. Gut, das ist, denke ich mal, hinfällig, weil Ja. wie Thomas ja auch verlauten lassen hat, die wollen die schon lange mal ausbauen lassen. Aber dann kann man hier tatsächlich auch, dass wir wirklich vernünftig Ober- und Untergeschoss nutzen können und nicht nur unser Büro haben. Okay. Ne? Weil ihr Ja. wisst, also wenn wir hier alles nutzen würden, Ober- und Untergeschoss, was wir hier für eine schöne Fläche hätten, wir Ja, das könnten hier stimmt. wirklich, ich könnte hier ein Schulungszentrum oben oder unten für die Tauchtermine reinsetzen, wir hätten Büroräume für Vermietung und Dings. Ich glaube, da Könnten wir hätte ich ein vielleicht paar die coole Terrasse Ideen. tatsächlich, wie es damals beabsichtigt war, für Yachtclub oder so nutzen? Ja, alles Option, ne? Option. Ja. Müsste Aber man die. halt mal Ja, durch die mit einem. wichtigste Option, die ich jetzt gemerkt habe, ist die Marquis, wenn schon wieder einer angefragt hat. Das Gute ist ja, dass wir sie dann zum Einkaufspreis kriegen. Ja. Genau. So, Gespräch mit Mikkel Olsen, kommt also noch ein dritter Punkt dazu, nämlich Ausbau. Ja, da aber nur mal vorweg Anteasern, sie aus klang da gerade nämlich, was anklopfen. das Thema Ja. anbelangt, nämlich ziemlich. Also ich gehe wirklich davon aus, dass die Werft, wie Sören damals meinte, bei 100.000 liegen wird. Die wir zum Glück haben. Ja, Aber ohne da die sollten wir uns Marquis. erstmal wieder Wenn wir aber da so lange hochwirtschaften. drauf warten müssen, dann kann man da auch mal ein bisschen, kann man da nochmal 10.000, 20.000 runternehmen. Ja, das wird man ja gleich. Also ich weiß ja nicht, was die sich damals zugesagt haben. Aber soweit ich weiß, gibt es ja kein Schriftstück. Das ist schon mal das Oder Gute. halt die, was weiß ich, die Steger an uns nicht mehr verpachten, sondern mit inklusive oder was Ja. auch immer. Oder zumindest, das, wir zahlen Abkaufen. ja auch Pacht für unsere Verkaufsschläge hier, ne? Nein. Ach so, ich dachte, die zahlen wir auch. Wir Okay, dann sitzen zahlen wir die hinten für an. die Vermietungsstege nur. Okay. Sicher? Sicher, wir zahlen 1.500 pro Woche. Ja. Das sind 100 pro Steg. Ah ja, und drüben sind 10 Anlegeplätze. Okay. Okay, I see. Gott, ey, wie hätten die das finanzieren wollen mit den ganzen Yachthafenpachten, ne?
Ja gut, du brauchst dann halt einen Liegeplatz und hier sind nur wenn du den ganzen Liegehafen hast, dann vielleicht hätte man da irgendwas aushandeln können im Sinne von nur die Belegten, oder? Ich sag dir eins, die Kanäle hätten ausgesehen wie sonst was. Ja, dann kommt aber keiner mehr reißen rein. Nee. Oh Mann. Egal, naja, okay. Zurück zum Thema. Yes. Arbeitskleidung. Da hattest du, Evane, mal was gekauft, unbranded bei einem Suburban oder was auch immer. Hast du das schon eingereicht gehabt? Ja, habe ich. Hast du eingereicht gehabt? Das okay, waren die wunderbar. Weißen und blauen Hosen für. Ich weiß es nicht mehr. Da fällt mir was ein. Arbeitskleidung, neuer Entwurf dann. Ich habe meine Schuhe jetzt nicht mit. Die sage ich Rebecca, die soll die mitbringen, weil die haben so ein richtig schön dunkles Blau und Weiß. Nur man müsste sich die dann andersrum vorstellen. Bei meinen Schuhen sind die sind die Akzente halt blau. Und die Hauptfarbe weiß. Und so in etwa hätte ich mir das gedacht für unsere Jacken und Shirts dann. Also das, was jetzt blau ist, bleibt so blau. Vielleicht nochmal einen Ticken dunkler oder heller, ich weiß es nicht. Und die Akzente halt weiß, nicht mehr gelb. Also ich habe hier die Jacken von der Fahrschule gesehen. Genau. Ist natürlich, ja, ungünstig. Ja, aber die sind ja zum Glück weiß mit babyblauen Akzenten. Wir gehen genau in die andere Richtung. Ja. Wir lackieren ja jetzt auch nicht die Autos in der Farbe. Also wir können natürlich auch, wir müssen halt was machen, wo das Logo drauf passt, ne? Ja, ja, deswegen wäre weiß halt besser gewesen. Ja, weiß wäre deutlich besser gewesen. Wobei würde auch eher passen Logo, zu uns. Ja, es ist halt schwierig mit dem, also mit dem Kleinen, da sieht man es schwieriger. Es sei denn natürlich, ja. Man macht den Innenbereich wirklich weiß, wie wir das mit dem, haben wir denn unser aktuellen Logo. Warte mal, ich rufe mal Rebecca an, die soll mal so gegen 8:45 hier aufkreuzen. Fürs Gespräch und die soll mal ruhig um 9. Ruhig um 9. Und dann soll die auch mal mit meinen Schuhen aufkreuzen, dann wisst ihr, was für ein Blau ich meine. Ja. Okay. Hallo, liebe Bewerberin, mögen Sie hier gegen 21 Uhr aufkreuzen? Das klingt irgendwie komisch. Mit dem Hintergrundwissen. Ja. Okay. Ja, magst du dann bitte mal meine zweifarbigen Knöchelturnschuhe mitbringen? So steht das auch am Etikett. Cypress-Büro. Das ist Freizeit. Cypress-Logistics, hier, wie kann ich helfen? Evander mal von CBS, einen wunderschönen guten Abend, hallo. Hallo. Wir hätten da mal Fragen. Kommen wir ja öfter. Ja. Es geht um unsere Boote, beziehungsweise Boote im Allgemeinen. Wir haben damals von euch ja die Jetmax und die Squalo erworben. Wir spielen gerade mit den Gedanken, auch eine Marquis uns anzuschaffen. Wir wollten aber erstmal fragen, gibt es die Möglichkeit, die Boote, die sind noch nicht viel gefahren. Die noch nicht viel gefahren worden sind, weil sie meistens eher zum Vorzeigen gedacht sind, auch zurück an euch zu verkaufen, dass ihr die zurücknehmt? Das mal bitte schriftlich anfragen. Ich weiß nicht, ob es das für Boote gibt. Es gibt so eine Regelung für Autohäuser. Und wer was zu essen? Okay. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch sich einig werden könnte. Ja. Das ist aber, das sage ich direkt. Ich kann gerade nicht mehr genau sagen, wie das geregelt wird, weil keiner das in Anspruch nimmt. ja, also wir haben ja vor, also wir wollen ja auch ein neues Boot dazu holen wieder. Aber wie gesagt, deswegen war die Frage, ob die auch zurückgehen können. Ich überlege gerade, also ich weiß, dass es von den Meilen abhängig war und dass es nur eine gewisse Anzahl im Monat war. Okay. Ich weiß aber nicht, ob die auch in diesem Monat bestellt worden sein müssen. Nee, die haben sie... Also, weil, wie gesagt, die haben wir ja schon was länger. Und wie gesagt, wer rast denn da denn durch den Hafen? Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Ja, kein Problem. Ja, wenn jemand durch den Hafen rast, dann werde ich hellhörig. wie gesagt, und unser Gedanke war halt, die zurückzugeben. Und wir haben halt dann den Gedanken gespielt, auch eine Marquis anzuschaffen. Deswegen in dem Rahmen. Einfach die Frage, gibt es die Möglichkeit der Rückgabe? Vielleicht kann man das auch anders lösen, dass es nicht direkt Rückgabe ist, sondern dass wir das miteinander verrechnen. Okay, ja.
die Boote mit der Marquis, die dann angeschafft wird. Ja, das wäre auch eine Idee, ja. Dass man das vielleicht als Alternative auch mit anfragen kann, wenn sie das sowieso vorhaben. Vorhaben das auf alle Fälle, aber wie gesagt, wir wollten erstmal die Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten haben wir bei euch zur Verfügung sozusagen? Das muss ja auch vorher geklärt werden. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwie eine dritte Möglichkeit gibt. Wäre sowieso vielleicht mal interessant für Sie, das anzufragen, ob es so eine Art Rückgaberecht gibt, wenn das Boot dann nur so und so viele Meilen gefahren ist. Wie gesagt, das könnte eventuell möglich sein. Ansonsten, ja. Ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn man es miteinander verrechnet, tatsächlich. Okay, gut. Dann stellen wir die Anfrage nochmal schriftlich mit all den Punkten, um nochmal genauer nachzufragen. Per Venture-Mail. Das sind auch Sachen, die kann ich nicht entscheiden. Das, das machen leider andere Leute. Was heißt Alles leider? Gut. Nee, ich bin glücklich darüber, dass ich nichts entscheiden muss. Ich muss selten meinen Kopf dann auch hinhalten. Ja, ja. Aber die schriftliche Anfrage brauche ich sowieso. Ah, die brauchen Sie sowieso. Okay, gut. Genau, ja. Dann machen wir die fertig, weil das wird uns schon interessieren, auch zeitnah. Und dementsprechend setzen wir uns daran. Aber ich danke Ihnen schon mal für die Auskunft, weil das ist jetzt doch schon hilfreich. Genau. Super, das war's. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Nee, das war's gerade. Es sei denn, Sie sind noch für die Mall zuständig, für das Ausstellen der Karte. Da hatten wir ja mal so grob gefragt wegen... wegen den Reparaturkits und unsere nächste Frage war nämlich auch noch, ob da auch die Verbandskästen drüber bezogen werden können. Die Verbandskästen können nicht darüber bezogen werden. Okay. Das sind aktuell, also wir hoffen, dass das nicht für immer über uns laufen wird. Ah, ich sag das verstehe. Mal so. Ja, ich verstehe. Und das sind halt auch immer Sonderbestellungen, die wir dann machen. Mhm. Die kommen dann tatsächlich auf dem Festland mit dem Schiff her. Mhm. Und deshalb können wir die leider nicht über die Megamall anbieten. Okay, das verstehe. Weil die dann halt wirklich auch abgezählt sind auf die Kunden. Ja. Je nachdem, wie viel bestellt wird. Aber das mit den Reparaturkits, also mit der Aufnahme in der Megamall ist kein Problem. Ah, super. Das ist gut. Das war nämlich bei uns noch offen. Da hatte ich letztens ein Telefonat, aber da wollten wir erst noch in der Runde sprechen. Deswegen wollte ich das gerade nochmal auf den Tisch bringen und anfangen. Den Zugang gibt es allerdings nur für CEOs und Co-CEOs. Ja, das sind wir. Okay. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, das verstehe ich. Das sind da leider die Regeln. Das verstehen wir. Alles gut. Kein Problem. Genau. Lia. Also ich weiß nicht, wann Sie das machen wollen. Wann Sie Zeit haben. Hast du gerade Zeit? Ja. Megamall-Karten. Also ich würde das tatsächlich an die Kollegin abgeben, weil sie managt aktuell hauptsächlich die Megamall. Okay. Alternativ kann ich das auch machen, wäre kein Problem. Allerdings. Ich bin heute allein im Office. Ich gebe es der Kollegin weiter, also sie meldet sich dann bei Ihnen. Sie hat gerade noch eine Auslieferung und dann passt das. In Ordnung, kein Problem. Dann warten wir auf den Rückruf. Genau. Super, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die ganzen Auskünfte und in die Wegeleitungen. Ja, was sehr die gerne Karte anbelangt. Und dann passen Sie gut auf sich auf, wenn Sie allein im Büro sind, ne? Ja, ich bin ja im Büro. Okay, naja, aber die wilden Tacker und Locher, sie wissen schon, die können schon manchmal ein bisschen aufdringlich werden. Leider. Und am schlimmsten ist das Papier. Das schneidet sowas von. Ja. Und die Wunden tun halt auch weh. Oh ja. Deswegen gut aufpassen. Ja, immer doch. Gut. Ich will mal keine Hand absäbeln hier am Papier. Ja. Sicher, sag ich ja. Ja. Gut, dann danke ich Ihnen. Ja, gerne noch. Schönen Abend noch. Bis dann. Ebenfalls. Tschüss. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, von denen er weiß, was die Boote anbelangt.
Aber er braucht alles natürlich schriftlich. Welche Überraschung. Erste Möglichkeit ist anzufragen wegen Rücknahme komplett. Zweite Möglichkeit ist die Verrechnung auf das neue Boot. Ja, ich habe gerade mal geguckt, wann wir die Boote jeweils gekauft hatten. Mhm. Ich weiß, wir hatten doch mal, ich glaube im November, eine Mail von Cyprus gekriegt, mit diesen etwas als Vorführmodell holen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die Series oder was? Nee, die Fahrzeugrückabwicklung. Ja, er sagte auch, es gibt das für Autohäuser, aber für Boote ist ihm nicht bekannt. Ja, die E-Mail. Das sollten wir vielleicht auch mal anfragen, sagt er. Die E-Mail haben wir bekommen. Weil er sagt, wenn die Boote noch nicht viel bewegt wurden, ab einem bestimmten Kilometerstand, normalerweise gilt das für Autos, die innerhalb eines Monats gekauft worden. Ja, passt auf. Ich habe nämlich die Mail gerade gefunden. Und wann? Also, mit der Wirkung zum 10.12. haben Sie die Möglichkeit, Fahrzeuge zum vollen Einkaufspreis rückabzuwickeln. Dies ermöglichen zum Beispiel, Fahrzeuge für Probefahrten vor Ort zu haben oder bei schwerer Verkäuflichkeit zurückzugeben. So, hier haben wir aber schon das Problem. Gilt für Fahrzeuge, die ab dem 10.10. bestellt und ab dem 12.10. geliefert worden sind. Maximal 5 Fahrzeuge pro Monat. Das sagt er auch, nicht zu viele. Rückgabe muss nicht im gleichen Monat wie Kauf erfolgen. $500 pro Fahrzeug Bearbeitungsgebühr. So, und hier den Passus, also es gibt das für Boote, bei Rückgabe darf das Fahrzeug am Hafentor einen maximalen Meilenstand von 25 haben, keine Schäden aufweisen und eine Tankfüllung von mindestens 90% haben. Darf sowohl lackiert als auch getunt sein, jedoch gibt es für diese Arbeiten keine Erstattung. Bei Rückgabe senden Sie uns bitte vorab eine Mail mit folgenden Daten. Fahrzeugmodell, Kennzeichen, Bestelldatum, Meilenstand. Das heißt, das wäre nochmal ein... Ja gut, aber 25 sind die drüber. Ja, dann müssen wir gucken, ob wir das vielleicht verrechnen können. Aber verrechnen wäre auch gut, weil das Jetmax, selbst wenn die da ordentlich abziehen, haben wir halt immer noch, keine Ahnung, 70.000, 80.000? Genau, da müsste man halt gucken, die Jetmax, wenn die das auch noch bei sich liegen haben, die Jetmax haben wir damals für 60.000 gekauft. Ich habe gerade mal geguckt in den Bestellungen. Die Jetmax wurde erworben am 11.03.22, also noch zu den ganz alten Preisen für 60.000. Ja, die Squallows vom 31.08. So, aber ich denke mal, über eine Verrechnung könnte man reden. Jetzt lass uns mal grob geschätzt sagen, wir bekommen für die Squallow... Ja gut, wir werden nicht den vollen Preis zurückbekommen. Was haben wir dafür hingelegt? 30? 37,5. Ja, dann lassen wir lass mal mit 30 rechnen. Lassen wir da mal mit 30 rechnen. So, die Jetmax, ja, hoffen wir einfach mal, vielleicht wir kriegen die 60, die damals bezahlt wurden. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die 75 aktuellen Einkaufspreis bekommen. 60 wäre auch völlig in Ordnung. 65, wären wir bei 90. 60, so. Wären wir bei 90, da haben wir die Marquis schon halb finanziert. Ja. Yep. Da müsste man jetzt gucken, was die Werft kommt. Wenn wir das wissen, dann könnte man dafür... Dann schieße ich da Eigenkapital mit rein und lass mir das über die Zeit wieder auszahlen extra. Du kannst es dir zum Glück auszahlen. Ich könnte es ja tatsächlich nicht. Ich würde aber auch 10.000 oder so würde ich reinschießen. Sag jetzt nicht, dass ich zur Not die andere Hälfte fast selber übernehmen könnte. Heilige Scheiße, war die Bank so gnädig? Ich gehe mal kurz mir was zu trinken holen. Nee. Ja, das stimmt. Ach nee, da hab ich keine Ahnung. Weil zur Rückgabe sind die zu alt. So, Cyprus. Ja, also Rücknahme können wir anfragen. Unter dem Gesichtspunkt sollten wir aber auch reinschreiben, dass wir wissen, dass es nicht in dem Zeitraum, die Käufe vor dem Zeitraum getätigt wurden, wo das passiert ist. Ich würde auch sagen, wir gehen gleich nämlich einmal mal ganz kurz runter und gucken uns die Meilenstände an. Die werden drüber sein über 25, klar, definitiv, weil die auch schon Vermietung waren. Ja. Aber gucken wir einfach mal, was die haben. Mit was muss da rein?
Dass die vor dem Zeitraum der angekündigten Fahrzeugrückabwicklung. Ich meine, welche Daten da rein müssen. Modell. Kennung. Also Kennzeichen. Ja. Modell. Meilenstand ist eigentlich ein Witz beim Boot, aber ja, machen wir. Und ich glaube, Kaufdatum, warte. Muss ich die Mail wieder rausfiltern? Wenn du die gerade hast, die Kaufdaten, packe ich die direkt in die Karte rein. Dann müssen wir nicht noch dreimal nachgucken. Jetmax? Ja. 11.3.2022. Ja. Squalo 31.8.2022. Ah, Bestelldatum, genau. Also Fahrzeugmodell, Kennzeichen, Bestelldatum, Meilenstand. Ja, da wird das nämlich von dem Preis wahrscheinlich abhängig. Ich glaube, da sind wir nämlich bei einer Verrechnung besser mit dran mit der Jetmax, weil dann muss ich am aktuellen Einkaufspreis orientiert werden. Mhm. Rechnung mit Kaufmarquise. Also er sagte, es wäre optimal, alles in die E-Mail reinzuschreiben und beides anzufragen, weil er selber kann es nicht entscheiden, das muss höher gehen. Ja, dann machst du so Shame, Mehmet. Und deswegen sollen wir beides reinschreiben, ja. Zur Sicherheit. Ja. Ist notiert. Was? Ja. Wegen der Megamol ruft gleich die Kollegin an zur Ausstellung der Karte, dass wir die Reparaturkiste holen können. Verbandskästen geht nicht, weil die auch nicht in der Megamall haben. Das Problem ist, die beziehen die vom Festland mit dem Container und die sind genauestens nach Kunden abgezählt. Und die hoffen, dass das nicht ewig bei denen liegen bleibt. Ja, ich denke nämlich tatsächlich auch, den Gedanken hatte ich nämlich tatsächlich auch schon, schlau im Leben sein, ein paar mehr kaufen, privat nutzen. Aber da können wir ja auch so machen. So, Gespräch mit Mikkel Olsen ist notiert. City gelber Mesa. Interessant. Rücknahme, Verrechnung der Boot ist erstmal notiert. Vertragsanpassungen LSP müssen wir auf Casa warten. LSF die gleiches. Ja, weißt du schon, Yvain, dass das F die da Druck gemacht hat beim Mofak? Nö. Okay, ich habe mit Ryan telefoniert. Er ist ja mittlerweile der Chief des Santos Fire Departments. Ja. Ich hatte mit Ryan dienstlich telefoniert und habe ihm dann gleich gesagt, hier, aber gut, dass ich dich dran habe, wegen den Booten. So, wir haben gerade folgendes Problem. Ich sag dir offen und ehrlich, wie es ist. Das Mofak hat es ein bisschen verkackt. Wir dürfen gerade nur eure Jetskis warten. Die Fender und Dingy dürfen wir laut Lizenz nicht warten, weil... nicht in unserem Portfolio. Genau, da habe ich Ryan auch so offen kommuniziert. Da können sie mich gerne aufknüpfen für, aber mit Behörden kommuniziere ich darüber offen. Ryan hat nicht gezögert, hat mich ganz kurz gefragt, ja, soll ich mal in meinem Namen als Chief of Fire eine E-Mail an das Mofak schicken? Zack, hat sofort eine E-Mail ans Ministry of Finance und Commerce geschickt, dass doch bitte ganz dringend dafür gesorgt werden muss, dass die Boote gewartet werden müssen, weil die täglich gebraucht werden und dazu genutzt werden, um Leben zu retten. Finde ich gut. Yep. Mit Ryan kann man auch immer sehr gut arbeiten. Yep. Ach, hätte ich das oben im BCSO so gesagt, hätte ich von Kowalski auch so eine Mail gekriegt. Aber ja, die nutzen ihre Boote ja wirklich ein bisschen öfter als wir. Ja. Und ich denke mal, das wird auch was bringen. Ja, vielleicht kommt auch deswegen jetzt so schnell doch ein Casa-Termin zustande. Mensch, Galotta wird sich ja freuen, dass immer wieder der CEO von Seabreeze keine Zeit hat. Ich habe ihr versprochen, Ruhe in die Kiste zu bringen. Und was bringe ich mit? Eine lange Liste an Dingen, die geklärt werden müssen. Ja, die ist die Ruhe nach dem Sturm dann. Wir müssen erst unser Zeug in Ordnung bringen. Das ist aber auch was die halt verkackt haben. So, ich bin denen ja schon sehr dankbar, dass die auf diese scheiß CEO-Prüfung bei mir verzichtet haben. Weil, und da bleibe ich nach wie vor, ich wäre wahrscheinlich im Recht gewesen, weil ich gesagt habe, das Ministerium hat mir die Lizenz schon erteilt. Und ich glaube, deswegen ist das auch entfallen. Ja, ich glaube auch. Weiter im Text. Was
ist das nächste. Arbeitskleidung hatten wir eben schon. Ich habe das nochmal kurz ein bisschen umgebaut. Die du schon eingereicht hast, habe ich Ja. rausgenommen. Ich habe das jetzt nur noch eigentlich als Info, deswegen packe ich das auch mal rechts rüber ins Archiv und Info, dass wir nutzen Sneaker als unbranded, Pulli oder Jacke, ja, weiß jetzt nicht genau. Chinohosen weiß und Marineblau kriegen wir bei Suburban. Dann wissen wir, wo das Zeug drin ist. Ah, die Genau. Mega Mall. Metroid von Seagreaves, guten Abend. Ja, die Kollegin hatte gerade angerufen. Genau. Wunderbar. Ich John, du kümmere weißt, mich wo das drum. ist? Nö. Einfach zum Cypress-Gelände. Okay. Achso, das weiß ich, wo das ist. Ja, deswegen. Deswegen fragte ich ja. Okay. Kriegen wir hin. Wir schicken. Wen schicken wir vorbei? Ich Irene, kann kommst fahren. du, Ich soll alle ich? drei. Das Gespräch Okay. dauert nur 5 Minuten gleich, denke ich. Die Zugriff braucht. Okay. Ah, okay, verstehe. Dann müssen wir alle drei wegkommen. Ja. Dann würden wir uns gleich auf den Weg machen. Was ist mit Dings, John? Ist schon da. Die holen wir jetzt gleich hoch, machen das Gespräch und dann können wir runterfahren. Okay, dann würde ich sagen, so in einer knappen halben Stunde würden wir vorbeikommen. Wird das passen? Genau, okay. Können wir das Gespräch verschieben, John? Ist schon da. Ja, ich sag ihr gleich Bescheid. Ja, okay, dann würden wir halt kurz einmal runterrasen, unsere Ausweise Genau. vorzeigen und kurz Instruktionen bekommen, hoffe ich. Ja, so sollte nicht lang dauern. Ja, okay, dann machen wir das so. Gut, dann vielen Dank. Wir machen uns dann jetzt gleich auf den Weg. Bis gleich. Na denn, die ist nicht mehr lange Okay. da, wa? Nee, wahrscheinlich. Ist doch zum Kotzen. Ja, natürlich. Warum müssen wir alle hin? Wegen Ausweise kontrollieren. Yep. Ich würde Rebecca dann nur eben reinlassen, dann kann sie hier drin warten. Wo chillt sie denn? Oder ist sie noch bei sich am Auto? Ich glaube, die ist noch im Auto, weil es niemand ausgestiegen. Ich gehe mal kurz die Stände prüfen, wenn. Ach nee, das dauert zu lang. Ja, ich bin gleich bei euch. Wir fahren dann mit meinem. Okay. Wir fahren mit seinem, hat er gesagt. Ja, der hat sogar noch, glaube ich, ein bisschen mehr Beschleunigung als meiner. Ja, also ich habe nur einen Zweisitzer, deswegen könnten wir mit meinen gar nicht fahren. Oder John aufs Dach packen. Nein, das mag Nicht? mein Kleiner nicht. Okay. Genau, Als Sneaker habe ich Arbeitskleidung. nie besorgt, wollte ich aber. Achso. Das, Ja. Wir müssen ich habe sowieso nur mal die Hosen. Bestandsaufnahme machen, was wir haben und was wir brauchen und den Rest, Ja. was wir da hinten auch noch haben, müssen wir mal einfach einen Laufstegtag veranstalten. Das hat jetzt aber Ein keine Laufstegtag. Priorität. So, ich stelle schon mal Aber vor, ich model Rebecca nicht, ist das kannst du hier. selber Das sind machen. Evane und Jan, meine beiden Hallo. Co-CEOs. Jan Hallo. begleitet mich schon seit Atlantis-Zeiten. Evane ja, ist auch schon eigentlich ewig bei Bullseye gewesen. Das stimmt. Genau, und die sind dann auch gleich dabei. Dann würde ich dich reinlassen, dann kannst du Ja, gut. drin warten, wenn du willst. Ja, das ist mir Ja, lieber als hier draußen. kann ich verstehen. Okay, dann lasse ich dich eben rein und dann fahren wir kurz zu Cypress. Okay, Jawohl. Hast du meine Schuhe mit? Ja. Perfekt. Ja, aber die ziehst du nicht jetzt an, oder? Weil das sieht. Aber ich sehe sie nicht jetzt an. Genau, Arbeitskleidung. So, okay, dann Aber ist ich das habe mit Pierre mindestens schon jetzt fest. gesprochen, von daher, Ah. wir wollen die mal zusammen holen gehen irgendwann, damit alle die Okay. haben. Hinein mit dir. Bin Achso, du schon willst dabei. rein. Ja. Okay.
lass die Herren nach vorne. Ja, eigentlich ist das doch anders. Normal lässt sich ein Chef doch kutschieren, ne? Kann ich mir einen Job einstellen? Jan, ist das drin? Schwierig. Ich wünsche, weil es braucht drin. Dann besagte Person wieder einen Personenbeförderungsschein. Okay. Eventuell sogar irgendwie eine Lizenz als freiberuflicher Chauffeur oder muss ein Taxifahrer einstellen. Das willst du wahrscheinlich nicht alles. Ich will gar nichts mehr mit Lizenzen am Hut haben bis Juni. Ja, Dienstag musst du nochmal. Dienstag, wenn du mitkommst. Wenn ich schaffe, ja. Ja, Gott sei Dank gibt es hier den Highway und hinten. Ich hatte jetzt keinen Bock, um die Zeit durch Southwell zu fahren. Sollen wir einfach aufs Cypress-Gelände kommen oder wie sieht's aus? Okay. Und dann wird die uns wahrscheinlich noch zeigen, wo die Mauer ist. Genau. Ne? Ja. Ich würde soweit einfach kurz nochmal weiter durchgehen, weil yep. Arbeitskleidung haben wir gerade abgehakt. Da müssen wir halt nur noch für Entwürfe sorgen, für die neuen Jacken und so. Das würde ich aber als extra. Ja, da muss ich euch ja erstmal die Schuhfarbe zeigen, damit ihr wisst, was ich meine. Ja. Und dann, ich glaube, das wird ganz gut passen. Das würde ich unter. Neue Grafiken, Werbeflyer, Gutschein und so weiter. Neue Grafiken. Und. Achso, ich. Würfe. Was auch noch wichtig ist, da muss ich mich aber drum kümmern. Ich versuche morgen oder Samstag mal ein kurzes Gespräch mit dem Hersteller zu kriegen, dass ich für euch auch da den direkten Draht hergestellt bekomme, ne? Ja. Entwurf für Arbeitskleid. War nämlich geil, als das mit dem U-Boot war, dass es kaputt war und ich auf einmal eine Nachricht bekomme von denen und so, hey, ja, ich habe euren Katalog. Ich so, welchen Katalog? Ja, da steht es, glaube ich. Okay. Oh. Ach, da wahrscheinlich schon. Wo? Oh, bitte? Mach mal hier drüben. Das ist Rachel. Nee. Einen wunderschönen... Hallöchen! So. Ja, ich brauche nacheinander einmal Ausweise. Also. Personalausweis wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Ich rufe dich gleich zurück. Brand, das passt. McTreat, das passt. Und Lemar. Okay, das habe ich alles auch richtig eingetragen. So. Vor mir habe ich jetzt gerade McTreat, ist es richtig? Nee, Brand. Scheiße. Alles gut. War auch eine 50-50 Chance. Ja. Brand, also CEO. Dann haben wir jetzt McTreat. McTreat? Madrid. RDP, funktioniere. Co-CEO. Und... Lemar. Nochmal Co-CEO. Richtig. So, jetzt soll ich nur die Schlüsselkarten zuteilen. Ach, die machen das so über das Schlüsselsystem. Verstehe. Da. Ja, jetzt verstehe ich, warum man selber. Ja, habe die gerade schon mal ausgedruckt. So. Genau. Dann. Dankeschön. Brand, Lemar. Dankeschön. Und
McFreed. Jawohl, danke schön. Richtig rumverteilt, guckt mal drauf, dass der Name richtig ist. Ja. Ja. Okay. Stimmt. Gut. Ich würde einmal kurz runterfahren. Mhm. Wollt ihr bei mir mitfahren oder wollt ihr hinterher fahren? Wir fahren hier eben hinterher. Okay. Ja. Gut. Dann können wir hinterher direkt abbiegen wieder. Ja. Super. Wir müssen sowieso in die gleiche Richtung. Okay. Mit Treat. Mir gerade so einfällt, es hieß ja erst keine Umrüstkiste und so, ne? Bitte? Das wäre ja was, wenn die Werft steht und alles läuft. Sagen wir mal zur Vergabe der Lizenz im Juni, ne? Ja. Da können wir dann vielleicht nochmal das Gespräch mit dem Hersteller direkt suchen, ob es die Möglichkeit okay gibt des Umbaus an Tropic und Suntrap, ne? Das ist eine Idee, ja. Wäre dann, glaube ich, ein gutes Feld, was man nochmal angehen kann, weil ich sag mal, also ich habe für mich jetzt persönlich diese Tropic-Variante mit dem Dach für mich entdeckt. Finde ich gar nicht schlecht. Das habe ich schon mal gehört irgendwo. Und das sieht echt nicht schlecht aus. Aber natürlich lieber die große Variante von Tropic mit Dach, aka die Sea-Ray. Ja gut, es ist natürlich nochmal. Die ist hässlich, aber ja. Noch eine Karte. Nein, die werde ich mir nie kaufen können, die Sea-Ray. Bin ja mein GTO auch immer noch nicht los. Ja. Ja, da war da was, ne? Gut. Wenn du den los wirst, dann können wir mal gucken, ob wir zusammenschmeißen. Dann kommt der Torero. Ach Gott, du mit deinen Autos. So viel zum Thema, er spart auf dem Boot, ne? Ja. Die Sea-Ray will ich privat haben. Hast du dann ja. Genau. Einer von euch darf mal probieren, die Tore aufzumachen. Genau. Das Tor ist immer ein bisschen rechtzeitig. Hier der Kontakt. Okay. Nicht, dass jemand wundert, irgendwie an den links versucht und das nicht funktioniert. Mhm. Ja, logisch. Mhm. Geht ja nach rechts auf. Genau. Ja, das ist diejenige mal. Grundsätzlich ist während des Aufenthalts die Tür geöffnet zu lassen, beziehungsweise das Tor. Okay. Sicherheitssache. Okay. Ist eine Vorgabe. Okay. Brandschutz wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Obwohl hier nicht so viel ist, was brennen kann. Ja. Nein. Wir haben hier nur Barzahlung. Entsprechend haben wir dann einen Automaten. Mhm. Der ist auch okay eigentlich immer gefüllt. Okay. Okay. Eigentlich. Ansonsten. Ausnahmenpläne-Regel. Ja. Haben wir ja auch Kontakte zur Pacific Standard. Das kriegen wir hin. Ja. Das Problem ist, die Bank kommt hier nicht selber rein. Ich hätte da eine unmoralische Idee. Ach. Nee. Das ist euer wichtiges. Egal. Hier sind die Reparaturkits. Okay. Genau. Ah ja, okay. Ganz normale Cyberspreise plus 5 Dollar meine ich. Ja, gut, okay. Das ist verschmerzbar. Alles klar. Stimmt das? Warte. Ich glaube, kommt ungefähr hin, wenn ich es grob überschlage. 160 durch 5 sind 152. Wir haben die 100, glaube ich, 447 ja, im Verkauf. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, nee, ist doch super. Genau. Perfekt. Es gibt ja noch einige andere Regale. Mhm. Und wo unter anderem halt auch überall Preise dran steht, die ihr auch einsehen könnt. Mhm. Soll klar sein, dass die geheim gehalten werden. Ja, das bleibt und unter Verschluss. Nicht irgendwie die Preise von Tuning-Sachen und so rauskommen. Mhm. Ja. Ne, ja, wie es halt auch mit unseren Einkaufspreisen ganz normal alles ist. Wollen wir ja auch nicht, dass das genau rauskommt. Nee, alles klar. Ja, hier ist immer nicht so viel zu erzählen. Das ist relativ einfach. Ich habe sowieso nur ein Regal. Also richtig. Ein etwas überdimensionierter 24-7. Ja, so kann man es ausdrücken. Genau. Eigentlich, ja. Wenn ihr das hier schleppen wollt, könnt ihr auch reinfahren. Hm, und okay, meines Wissens nach habt ihr auch Zugang auch zu den Gabelstapler, der vorne steht. Hm, okay, also sollten wir mal eine größere Menge spontan rausholen müssen, können wir den auch rüberfahren. Genau, okay. Also ich guck mal, ob gerade die Reparaturgruppe das auch hat. Ja. Okay, super.
Gut, dann muss nur noch einer eine C-Ray kaufen und zu Schrott fahren, dass wir da mit dem Gabelstapler ran müssen. Ja, ich glaube, dann brauchen wir das ganze Regal für Reparatur. Ich bin gar nicht abgeschrottet. Ja, hat die eigentlich schon irgendwer mal gekauft? Es gab vereinzelte Anfragen, aber... Bisher hat sich noch keiner getraut. Nee, noch nicht. Nee. Ich weiß nicht, eine halbe Million dafür zu zahlen oder so, wäre mir auch ein bisschen viel. Ja, ich denke mir immer, wenn 10 Leute oder so zusammenschmeißen, jeder 56.000 im Pott und die finden eine gute Lösung, wie sie das Teil nutzen, dann wäre sowas realistisch. Aber ich glaube, als Einzelperson... Seien wir mal ehrlich... Das Ding kannst du eigentlich auch nur nutzen, wenn du wirklich 5, 6 Leute hast. Ja. Oder noch mehr, weil wann? Außer du hast richtig viel Kohle und die Dynasty-Mieten sind dir zu hoch. Dann kaufst du dir halt so eine Yacht und wohnst da drauf. Das wäre die Alternative. Dynasty. Aha. Ich wäre eigentlich in eine Villa. Morgen. Echt? Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wupp, wupp. Ja, gut, ja. Ihr hattet noch einen anderen Termin. Ich will euch gar nicht aufhalten. Jo, ja, ist gut. Weiter. Wenn Danke Fragen sind, wenn irgendwie Probleme sind mit den Zugängen oder so, 4040, da bin ich immer recht dran. Oh, alles klar. Okay, weil ich manage das Ding. Oder die beiden Dinger. Perfekt, wissen wir Bescheid. Genau. Oder wenn irgendwas aus ist, was aber nicht, bei Reparaturkits eher weniger passiert. Die werden in der Mall relativ selten gekauft. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen hier auch nur rein, wenn mal, keine Ahnung, irgendwer zerdeppert alle Boote im Hafen. Mhm. Dann müssen wir, glaube ich, mal ganz schnell nachschieben. Ist eine Notfallmaßnahme. Ja. Genau. Normalerweise sehen wir ja, wenn unsere Bestände zur Neige gehen, dann... Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erklären muss, dass die Zugangskarten personalisiert sind. Mhm. Nein, nein. Die nicht weitergegeben werden können. Mhm. Ja. Alles gut, sind ja extra, deswegen kommt man ja auch vorbei mit Ausweis und allem. Genau. Wir sollten Änderungen sein, bekommen wir das eigentlich mit. Entsprechend werden auch Zugänge selber angepasst. Mhm. Mhm, okay. Genau. Dann gehen wir wieder raus. Super, vielen Dank. Ja, kein Problem. Der Non-Food ist das Einfachste zu machen. Ja, das glaube ich. In der Food Mall, also die in Southwell ist, das da einmal durchzulaufen und alles zu erklären, ist viel und anstrengend. Mhm. Weil die, ich weiß nicht, wie viele Dinge hier hat, aber die in Southwell ist, hat 120 Regale mit über 330 Produkten. Nicht schlecht. Wir wollen mich niemals auf ein Food-Unternehmen umstellen. Niemals. Ja, gut. Alles klar, danke dir, ne? Können wir das anderes mal versuchen abzuschließen? Ja. Oder macht ruhig, mir ist egal. Ja, klar. Perfekt. Ja. Gut, wunderbar. Dann, vielen Dank. Super, alles klar. Super. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Für noch spontan. Einen schönen Gleichfalls. Also, ciao. Tschüss. Bis dann. Erste Mal im Hafen, ohne dass ich Verbrechern hinterherjagen muss, ey. Traumhaft. Das ist doch schon. Warst du noch nicht auf der Kartbahn? Ja, okay. Gut. Aber weißt du, wann ich das letzte Mal auf der war? Wie schön. Die Deutschstrecke kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das ist geil. Da bretterst du wirklich hier die Baustelle vor Harmony. Wenn du neben dem East Highway rausfahren würdest. Boah, das ist schon ungefähr 100 Jahre her, dass ich da irgendwie mal lang gefahren bin. Das ist jetzt offiziell eine Dirt-Strecke, die haben extra Fahrzeuge dafür importiert gekriegt. Da rauschst du tatsächlich zum Teil mit 80 Meilen über diese Baustelle. Oh mein Gott. Ja, mit ist nichts für mich. Man überschlägt sich auch, aber die haben astreine Überrollkäfige. Also ich hatte den Spaß meines Lebens, ich habe noch nie so viel gelacht. So, Zugang Non-Food kann ins Archiv. Möchtest du es archivieren? Ja. Ich mag Sachen archivieren. Ja, weiß ich doch. Ich mag Sachen archivieren. Jedes Mal. Ich mag das Geld und weine gleich wieder, wenn ich die ganzen Rechnungen überweise. Ja, okay, das ist ein Argument. Ich mach den unangenehmen Teil.
heute. Ich finde, das ist ausnahmsweise mal für mich in Ordnung. Weil ich ja auch nochmal 4000 Dollar aus Privat zahle. Aber gut, das habe ich gesagt und dann stehe ich auch dazu. Habt ihr Mona noch kennengelernt? Mona Moore? Ja. Nee, ja. Sagt mir nichts. Meine Kollegin bei der Bank, die hat auch immer da die Buchhaltung gemacht. Ja. Und dementsprechend dann auch immer die Überweisung. Nee, die ist Mitte des Jahres. Ist sie ursprünglich eine Studienreise, aber ich weiß nicht, nicht zurückgekommen. Also. Das ist irgendwie ein neuer Trend, dass Leute, wenn sie sagen, ich gehe in Urlaub, die kommen nicht wieder. Ja. Naja, jedenfalls, sie hat das immer sehr, ihr hat das immer sehr viel Spaß gemacht, Dinge zu überweisen, Geld auszugeben halt. Shoppingwaren auf Arbeit. Naja, ich meine, dafür haben wir natürlich auch immer Autos angeschafft und keine Pacht bezahlt oder so ein Scheiß. Ja, okay. Ja. Ach, ja, da hatte sie Spaß. Achso, richtet euch schon mal drauf ein. Im März bin ich eine Woche weg. Okay. Kein Problem, ich bin Ende Mai eine Woche und irgendwann im September nicht da. Okay, ich im März und im August. Aber August September ist dann bin ich wahrscheinlich auch mal weg. Ja, dann ist John halt den Laden schmeißen, ist ja kein Problem. Kriegt er hin. Dann müssen wir erstmal gucken, ob mir die Lizenz verlängert wird, ne? Ja, gut, dir gehst du davon nicht aus? Warten wir mal ab, stressig noch bei Verlander machen. Bei Niklas. Also, nein. Ich werde ganz charmant sein. Ist es ja wenigstens so, dass sie sehen, dass sich jemand drum kümmert. Ja, richtig. Ich werde hier zumindest nicht den Johnson oder Kane machen. Das hoffe ich für dich. Nein, hey, also das, was Sören gemacht hat, das wird er bei mir nie erleben. Was Johnson gemacht hat, werdet ihr bei mir nie erleben. Hat Kane auch das hat Kane auch gesagt. Das ist mir egal. Kann man hier bleiben. So, Rebecca. Möchtest du das Ganze in entspannter Atmosphäre draußen auf dem Balkon machen oder möchtest du ins Büro kommen? Können wir auch draußen machen. Ja, dann einmal. Scheiße, ey, wir brauchen echt einen Sekretär, der sich da den ganzen Tag hinsetzt. Ne? Wie kann ich helfen? Nicht lieber Sekretärin werden? Nee. Schade. Nee, ich dachte, 10 Dollar Stundenlohn, aber die kann hier meinetwegen den ganzen Tag sitzen. Dafür habe ich keine Zeit, den ganzen Tag hier zu sitzen. Irgendwann finde ich so wen, ne? Rebecca, setze ich mal da hin, Janni Wellen geht durch, ich gehe in den Chefsessel. So. Tja, ist ehrlich. Das finde ich jetzt eine gute Idee hier. Jetzt hat dieser Sessel auch meinen Zweck hier. Normalerweise sitze ich mal da, also ehrlich. Ja, musst du Chef werden. Du wolltest nicht. Ich wollte nicht, stimmt. Oh. Okay. So, Hallihallöchen. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Ich muss mich ja nicht mehr vorstellen, die anderen beiden habe ich dir schon vorgestellt. Wir können ja einmal kurz erzählen, was jeder von uns hier macht. Bei mir weißt du es. Ich leite das ganze Ding hier jetzt nach endlos langer Odyssee. Du hast es aus erster Hand mitbekommen von mir, ja. Das Theater und meine Laune deswegen. Mhm. Und jetzt, wo Amara gerade krank ausfällt, bin ich halt auch wieder. Ich werde es nie los, verantwortlich für die Tauchabteilung. Und ja, dafür hast du dich ja auch beworben. Genau, dann kann Jan ja mal erzählen, was er hier so macht. Genau, ich bin so ein bisschen das Mädchen für alles. Ich mache vor allem im Hintergrund die Buchhaltung und sonstige Organisationen, wobei mir da Evane hier neben mir auch sehr zur Hand geht. Ansonsten ein bisschen verkaufen auch. Und eigentlich komme ich ursprünglich bei Atlantis damals noch aus der Vermietung. Also da habe ich so ein bisschen noch das Auge drauf, dass unsere Abteilungsleitung da auch ihren Job macht. Ja, ich unterstütze jeden und allen und jede Abteilung eigentlich, wo ich kann. Bekomme ursprünglich, ich habe hier bei Bullseye damals angefangen, als Hafenmitarbeiterin bis hoch zur Hafenmeisterin bei Seaways und habe dadurch immer noch ein besonderes Auge, was die Boote halt, die wir hier zu unserer Seite sehen, dass denen auch gut geht. Und unterstütze aber weiterhin auch
Jan und John besonders in allen Angelegenheiten, telefoniere dafür und helfe, wo ich kann, genau. Ja, die beiden sind meine guten Seelen. Ich habe hier kein Teufelchen und ein Engelchen auf der Schulter sitzen. Ich habe hier eigentlich nur Teufelchen, weil ich will immer Geld ausgeben, aber darf nicht. Nein, ich habe hier zwei Engelchen auf der Schulter sitzen, die mich verdammt viel entlasten. Ja, sonst wird das hier auch nicht laufen. Das Buch muss ich ja auch mal aussprechen. Ja, Rebecca, dann erzähl doch ein bisschen was zu dir. Was weißt du schon über das Unternehmen? Ne? Ja, also ich bin Rebecca Taylor. Ich arbeite so wie John beim Blaine County Sheriff Office noch nebenbei. Ich bin mal kurz. Macht mal weiter, mich ruft gerade der Chief of Fire. Das könnten erfreuliche Nachrichten werden. Okay. Hatte bis vor 3 Tagen selbst ein Unternehmen hier auf der Insel geführt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sweet Tinker. Süßigkeiten gemacht. Das kenne ich. Habe ich jetzt ans Kase abgegeben. Okay. War nicht so lukrativ. Deswegen hat sich nicht gelohnt. Und bevor man da, ich sag mal, eine Lizenz blockiert, habe ich gesagt, man lasse ich die Lizenz abkaufen. Yeah. Damit vielleicht jemand anderes nochmal eine ganz andere Idee verwirklichen kann. Was weiß ich über euer Unternehmen? Also ich kannte das schon, als es noch getrennt war. Hatte mit Bullseye aber da nicht viel zu tun. Aber hatte schon mal bei Atlantis, ich glaube, ein Jetski und ein Boot damals gemietet mit jemandem zusammen. Ich weiß, dass ihr hier auch primär Tauchkurse anbietet. Dafür habe ich mich ja auch beworben. Habe hier auch selbst mein Boot erstanden, letztes Jahr im Dezember. Ihr habt ein Boot. Ja, und ich selbst habe bis zum Deep Special alle Tauchscheine, habe einen Bootsführerschein, habe sogar, so wie ich von John gehört habe, einen Personenbeförderungsschein, weil ich mal Busfahrerin war bei Los Santos Transit. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich noch sagen soll. Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die euch gerne. Das klingt schon mal gut. Jawohl. Oder der Chef macht weiter. Ja. Der freut sich gerade. Die Vorstellung haben wir gerade abgeschlossen. Ja, wir kriegen demnächst innerhalb der nächsten Stunde eine Mail. Wir dürfen auch Dingis und die Fender reparieren. Sollte kein Problem sein, auch wenn es nicht in der Lizenz steht. Wir haben die Erlaubnis. Yes. Ja, vorstellen habt ihr durch. Okay. Was hast du erzählt, Rebecca, außer wer du bist? Dass ich bis zum Deep Special alle Tauchscheine habe, einen Bootsführerschein, einen PWS habe. Was ich aktuell mache und was ich gemacht habe. Okay, bist du oder warst du schon Kunde bei uns? Ich habe hier schon ein Boot erstanden und habe bei Atlantis damals auch schon mal was gemietet. Oder es wurde gemietet und ich war dabei. Okay, was weißt du denn so über das Unternehmen an sich eigentlich schon so? Wie ich eben schon gesagt habe, ihr bietet Tauchkurse an, verkauft Boote, man kann Boote mieten, sowie Jetskis und auch ein U-Boot. Mein Bereich. Oh ja, und ihr repariert halt. Okay. Bei den Behörden, die halt Boote besitzen. Es ist zu weird, mit seiner Freundin ein Vorstellungsgespräch zu führen, ne? Du wolltest es machen. Nee, ihr habt gesagt, weil ich Tauchexpertise habe. Braucht er, wen der Ahnung davon hat. Gut, du kennst ja die Sicht des Tauchens jetzt nur als Kursteilnehmerin. Du hast ja oben gelernt, außer den Deep Special, den hast du ja hier gemacht. Warum glaubst du, könntest du gut Tauchkurse geben und warum möchtest du das machen? Ich habe in der vergangenen Zeit schon öfter Leute ausgebildet. Gut, Busfahren ist jetzt was anderes, als jemandem das Tauchen beizubringen. Aber ich gebe gerne das, was man mir beigebracht hat, gebe ich auch gerne anderen weiter. Und gerade weil das Tauchen ja auch sehr viel Spaß macht, würde ich da gerne das Wissen, was man mir beigebracht hat, auch weitergeben, damit andere die Unterwasserwelt kennenlernen. Und das nicht nur von einem U-Boot aus, sondern aus nächster Nähe, ohne Glasscheibe dazwischen.
Gut, ich weiß das ja, wie wäre das bei dir mit Arbeitszeiten? Du weißt selbst, ne, jetzt die Zeit ist doof zum Tauchen. Außer beim AOWD, wo wir halt einen Nachttauchgang in Zukunft einbauen wollen. Ich sag mal so, Kernzeit wäre für dich wahrscheinlich, dass es spätestens 18 Uhr anfängt, das Tauchen. Wenn man so gegen 20 Uhr durch ist. Das sollte sich ja auch nicht zu sehr bei dir mit dem Dienst beißen. Nein. Kommt ja nicht täglich vor. Genau. Und was halt ganz wichtig ist, du müsstest halt sehr viel selbstständig arbeiten. Ne? Also wir geben das alles in die Hand der Tauchlehrer tatsächlich, dass Leute abtelefonieren, wenn Interessenten angerufen haben, mit denen zu telefonieren, Infos geben, Termine selbstständig machen, aber auch gucken, dass du eine Begleitung dabei hast. Ne? Also die ganze Organisation geht in deine Hand. Ja gut, das kenne ich schon vom Tätowieren. Ich war ja mal Tätowiererin, da musste ich auch meine Termine selbstständig vereinbaren, die Kunden anrufen. Mhm. Also das ist nicht das Problem. Okay, jetzt kommen wir zu den ganz blöden Fragen. Nimm mir doch mal zwei Stärken von dir. Stärken? Mhm, wo du auch meinst, die sind fürs Tauchen wichtig. Ich bin ein Mensch, der gern oder... Für mich ist es eigentlich so eine Sache, ich achte gerne auf die Leute, die um mich herum sind, was ja beim Tauchen auch sehr wichtig ist, dass man da immer darauf achtet, dass der Tauchbuddy oder auch bei Tauchkursen halt jeder, ich sag mal, nicht in Not gerät, dass es allen gut geht, teamfähig, ich würde nie alleine voraustauchen, und immer so schwierige Fragen, ne? Gar nicht. Ich bin keiner. Belastbar. Also ich bin sehr belastbar. Und ich glaube, das weißt du. Nee, das ist kannst allein du, glaub schon ich, durch bestätigen. Den Job. Ja. Hast du auch zwei Schwächen? Woran das wäre meine Frage. Musstest du arbeiten oder kann dir sogar vielleicht der Job des der Tauchlehrerin helfen? Bis vor kurzem hatte ich noch einen relativ kurzen Geduldsfaden, hat sich aber mittlerweile schon gebessert. Noch hier. Kann ungeduldig werden, weil ich ein Mensch bin, der gerne auf Pünktlichkeit achtet. Und wenn Leute zu spät kommen, davon bin ich kein Freund. Aber sonst. Da sage ich dir nämlich gleich. Pünktlich, unpünktlich oder komm gar nicht, kommt gerne mal vor bei Tauchen. Naja, das kenne ich. Ja, also mit der Frustration muss man leben und das können die anderen beiden auch bestätigen oder auch das passiert auch mal bei Vermietung. Das ist in unserer Branche leider sehr üblich. Ja, das kenne ich ja auch. Ne, wir rennen den Leuten da viel hinterher dann, aber irgendwann müssen wir halt auch den Punkt ziehen, wo wir sagen, den Interessenten laufen wir nicht mehr hinterher. Ja gut, habt ihr zwei noch Fragen? Gerade tauchtechnisch nicht. Weiß ich tatsächlich alles, weil ich mit Rebecca ja jetzt auch schon mehrmals tauchen. Okay, zeitlich Verfügbarkeit nachmittags bis abends hatten wir schon. Ist jetzt schwierig zu sagen bei Tauchgängen, wie viele Tage die Woche ungefähr? Also, da bin ich flexibel. Also okay. Ich sag mal, wenn jemand sagt, er möchte an einem Tag irgendwie einen Kurs machen. Dadurch, dass wir auch flexible Arbeitszeiten haben, ist das da nicht das Problem. Okay, das also wäre für mich so das Zeit. Wichtigste gewesen, halt, dass wir, ne, dass es jetzt nicht irgendwie nur auf, was weiß ich, sonntags und dienstags beschränkt ist. Hey! Was denn? Ja, fühlst du dich angesprochen? Samstags, ich meinte dich gar nicht. Samstags. Aber es spricht ja Bände. Nee, gut, dann. Nö, wenn ihr keine Fragen habt, würde ich Rebecca kurz zur Seite bitten. Dann quatschen wir uns ganz kurz. Echt jetzt? Was steht da eh schon? Du noch? Nö, ich habe keine Fragen. Alles soweit beantwortet. Es fragt nie jemand wegen finanziell, ne? Das ist so viel. Ich gehe nicht arbeiten wegen dem Geld. Ich mache das, weil es mir dann Spaß macht.
Nein, das du gehst arbeiten, du gehst arbeiten wegen Dynasty 8. Direkt mal alles runtersetzen. Nee, die sind doof. Den gehe ich nicht mehr arbeiten. Ja, okay, also wen hörst du mich Lohnkürzung denn? Ist beschlossen. Ja, ich höre dich. Ja, der Lohn muss ich ja eh durchrechnen bei Taucher, das überlege ich mir dann auch nachher. Ich war jetzt halt schon mit ihr tauchen, sie brauchen Ausgleich zur Arbeit im SO. Sie ist tatsächlich auch mit mir zusammen in der Ausbildung oben im SO. Also ich kann auch ausbilden, vermitteln, kann ich halt alles aus erster Hand sagen. Okay. Ich habe keinerlei Einwände, gerade weil wir auch wieder Tauchlehrer brauchen. Wir brauchen richtig. Dringend. Ich hab die rennen mir die Bude ein, was das angeht. Ja, ich okay. muss ja je nachdem, wie viel sie jetzt haben. Schafft, fragen wir erstmal nochmal bei Henry oder Mandy an, ob die als Begleittaucher mitmachen. Und ich gebe mit Rebecca dann 2 Kurse und dann kriegt sie auch von mir solo das Go oder sogar nur ein. Sie hat ja alle Tauchscheine. Gut, ja, das hätte ich jetzt. Die ganzen Unterlagen. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass du vielleicht bei dem ersten oder so dabei bist, einfach, das dass wir das muss schon ich eh. Drüber gucken. Ausbildungspflicht. Wenn ich so jetzt einfach hinstelle und das wird kontrolliert von wem auch immer, kriegen wir so eins auf den Deckel, dann ist die Lizenz wieder weg. Ja. Meine Frage ist noch im Allgemeinen, war auch das ganze Thema bezogen. Du hattest mal erwähnt, du wolltest durchsetzen, dass nur noch Instructor ausbilden dürfen. Ja, das werde ich jetzt nicht durchsetzen, wo Amara krank ist. Das lassen wir mal schön bleiben. Okay. Weil den hat nur Amara, soweit ich weiß, stand jetzt auf der Insel. Okay. Das wäre aber das gewesen, wenn Paradise uns hart unterbietet bei Preise, weißt du, so dass ich die so handlungsunfähig mache. Aber da denn jetzt bei Jetskis den vollen Preis ansetzt, denke ich, werden die beim Tauchen auch deutlich teurer sein als wir. Ich versuche es rauszukriegen, aber okay, das war jetzt nur so ein Gedanke. Okay. So, ich bin jetzt mal dreist, wie ich sie zurückhole, ne? Ich hab absolut keine. Ja, gut. Also ehrlich. Manieren, Herr Brandt, Manieren! Es funktioniert doch, oder? So, Rebecca. Gut. Möchtest du immer noch hier arbeiten in diesem Laden, auch wenn der Chef dir angepfiffen hat, dass du herkommen sollst? Ja. Es gibt ja auch noch mehr Mitarbeiter als den Chef. Argumente. Ja, die sind auch alle netter als der Chef. gut, manchmal. Finanziellen ganz kurz tatsächlich. Also du würdest erstmal als Azubi eingestellt werden, $45 die Stunde kriegen. 40. 40 die Stunde, was dann letztendlich beim Tauchlehrer hängen bleibt, das hängt jetzt von der neuen Preisgestaltung ab. Aber es wird sich wahrscheinlich zwischen 70 und $80 bewegen. Irgendwie sowas die Stunde, du bist halt eigenverantwortlich, das zu organisieren. Eventuell stellen wir auch um auf Provision, das muss ich alles abklären und gucken. Naja, ich würde dich dann an die Hand nehmen bei 1-2 Kursen und dann wird es weitergehen. Genau, dann würde ich mich kurz an den Arbeitsvertrag machen. Hallo! Hallöchen! Hallöchen! Hallo! Ich komme gleich zu dir. Ja, alles gut, ey. Ihr habt hier wahrscheinlich hier gerade Business Meeting. So ungefähr, genau. Genau. Ja, aber alles gut so. Kannst du sonst nur noch mal wieder in den RDP gucken? Genau, deswegen würden wir gleich nochmal auf dich zukommen. Ach, sorry, willst du das sonst machen, Jan? Dann mache ich mit Evane den anderen dann Kram ich jetzt weiter. Ja, okay, dann Verträge, weißt du, wo die liegen? Ja, weiß ich. Okay, weißt auch alles, wo du alles eintragen musst? Jo. Na dann. Ich fuchs mich da durch. Wenn nicht, schreie ich laut. Ja. Ein paar Sachen weiß ich ja auch. Oh. Komm einmal rüber, Rebecca. So. Das ist José, unser Werkstattmitarbeiter. Unsere Versicherung, dass die Aztecas hier keinen Stress machen. Ah, schön. Aztecas? Ah. Okay. Meine ich. Ich weiß nicht, wo genau er drin ist, aber Sören meinte sowas mal. Ich weiß es nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, welche. Ich weiß nur, dass er in einer ist. Nicht da. Kann ich dir sagen. Du hast das alles im Kopf, wa? So. Oh Gott, jetzt durch Jans Dateien hier. Heieiei. Da habe ich mir da aufgetischt. Ich sollte dich erstmal ins RDP aufnehmen. Ja, das wäre ein Anfang. Danach können wir arbeiten. Brauchst du meinen Ausweis? Nee, Rebecca Taylor kann ich schreiben. Bist du dir da sicher? Bitteschön.
So. Und zwar jetzt. Da. Verträge. Arbeitsverträge. Ich mach schon mal den Rest im RDP gerade kurz. Wo hat der das Blanko? Ja, die Phase. Ich bräuchte einmal eine Telefonnummer von dir. Ja. Die Vorwahl. Ja. 311. 311. 077. 077. Und deine Kontonummer benötige ich. Ja, das ist die 578. 578. 99. 99. 048. 04. Das letzte war die 8. 8, okay. Hast du einen Wunsch für eine Dienstnummer? Wie weit habt ihr denn da schon welche? In welchem Rahmen darf ich mir die auch? Die 61 wäre noch frei, wenn du die willst. Wir haben noch fast alles frei gefühlt. Also, ja, fast alles. Also, bis auf die, die vergeben sind. Da sind jetzt keine speziellen. Sie soll einfach mal zwei in den Raum werfen. Genau. Einfach mal. 18. Einen Moment, wäre frei. Dann nehme ich die. Die 18, okay. Ja, Arbeitsvertrag Series vertreten. Die Dienstnummer von LST, die kann ich mir merken. Da siehst du, John Brandt, CEO, wann habe ich Geburtstag? Am 5.3. Da war ja was. Das solltest du wissen. Im besten Fall schon, ja. Und Taylor, Rebecca, was hat er jetzt noch ein Auto gehalten? Was ist denn jetzt hier los? Rebecca, dein Geburtsdatum brauche ich noch. 22.06.97. Bitte köpf mich nicht. Alles gut. So. Deswegen habe ich nach dem Ausweis gefragt, ob du den sehen willst. Oh, ich brauche einen anderen Vertrag. Der Vertrag geht nicht. Ich brauche den letzten, der erstellt wurde. Amara, ich kümmere so. Mich mal kurz hier drum. Hallöchen, wie kann ich helfen? Ich habe was für dich. Für mich? Mhm. Okay. Dann kommst du da runter. Ist nichts Schlimmes. Nee. Ja, ich will die Vane rauslassen. Ist Achso. Nichts Schlimmes. Okay, ein Moment. Geht das? Ja. Du sollst dich auch durchlassen. Passt schon, danke. mit wem habe ich denn das Vergnügen? Crucifix. Ich komme sofort. Die hat sich dran erinnert, ich glaub's nicht. Wer hat dir verraten, dass ich heute hier bin? Oh, ist richtig voll hier heute. Ja, hi! Hi! So schnell habe ich gar nicht damit gerechnet. Ich hab's versprochen. Ach, du bist so lieb. Vielen, vielen lieben Dank. Was bekommst du? Jetzt habe ich krass. Oh, danke. Damit machst du mich echt glücklich gerade. Das nach dem Tag. Schon. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Oh, ja, gerne. Ich muss sofort ein Essen. Das ist ja. Oh, und ich werde die so vermissen. Kann man die einrahmen? Ach nee, dann kann ich sie ja nicht essen. Danke schön. Sehr vielen, gerne. Vielen lieben Dank. Ich habe die so geliebt. Ich tut mir so leid, dass sie aufhört. Das ist... Ja. Ist echt schade, aber hey. Ja. Vielen lieben Dank. Das ist so lieb, dass du da noch dran gedacht hast. Ja, klar. Kann ich dir was Gutes tun? Ich bin gehalten. Ja, danke. Ich würde ein Boot nehmen. Ja, das ist was schwierig gerade. Vermieten, ja, aber verkaufen, ja. Oh, schade. Oder verschenken ist eher verschenken. Ist noch Tauchen oder ist das Outdoor-Paradise-Ding? Nee, Tauchen haben wir auch noch. Okay. Wir haben Tauchen, Vermietung. Kosten weiß ich nicht, das ist gerade in Besprechung oben, weil wir haben das Thema gerade auf dem Tisch. Okay. Gerade auch, weil wir gerade eine neue Tauchlehrerin eingestellt haben.
Schön. Deswegen, das geht jetzt ab nächster Woche wieder richtig Fahrt auf. Wenn du magst, kann ich dich aber trotzdem schon mal eintragen. Dann ruf, die wollen nachher noch eine Runde telefonieren mit allen Interessenten. Dann könntest du mit auf der Liste sein und alle Informationen direkt aus erster Hand dann bekommen. Ja, das wäre echt geil. Also wir würden von angefangen vom Schnupperkurs über den OWD, über den AOWD, Deep Special, je nachdem, was du haben möchtest, wirklich. Ich wusste nicht mal, dass es so viel gibt. Es gibt so viel. Ich nehme Deep alles. Steve, den Rescue Diver gibt es auch noch. Ja, also es gibt schon ein paar Kurse zum Tauchen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, krass. Schnupperkurs ist so, es ist so ein Einzelkurs. Der OWD ist ein dreiteiliger Kurs mit an drei Tagen. Der OWD ist, glaube ich, auch drei Tage, wenn ich richtig im Kopf habe. Und ich glaube, die Special und Rescue Diver sind, glaube ich, zwei Tage. Aber es lohnt sich, allein unter Wasser, was man da erlebt. Also das letzte Mal, als ich tauchen war, stand ich mitten in einem Schwarm Fische unter Wasser und wow. Alle um mich herum am Wuseln. Oh, schön. Kaum habe ich mich ein bisschen bewegt und so weg und dann bin sie wiedergekommen. Es war wirklich schön. Kann ich nur empfehlen. Das muss ich echt machen. Ich trage dich direkt ein, dann bist du ja, nachher gerne. In der Liste direkt drin. Wie gesagt, was ich weiß, ist, je mehr Leute an der Gruppe teilnehmen, umso günstiger wird's. Das ist immer okay. So. Also falls du noch ein, zwei, drei, ein paar mit hast. Da finden sich bestimmt ein paar. Genau, okay. Dann bräuchte ich einmal deinen Namen und eine Telefonnummer, wo wir dich anrufen können. Ich zeig dir einfach kurz Ausweis, ist glaube ich einfacher. Okay, Moment. Paige O'Neill. Endlich jemand, der es richtig ausspricht. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich eingereist am selben Tag. Die heißt auch Paige. Und oh, Kelly zufällig? Die wohnt bei die arbeitet bei Knuspern, soweit ich weiß. Ja. Die heißt also, die kenn ich. So, schon mal zurück, bitteschön. Dankeschön. So, oh, noch und eine Telefonnummer, genau. Die 555. Einen Moment. Jetzt, ja, 555. 734. 734. 767. 767, super. Dann sage ich oben direkt Bescheid, dass sie sich melden bei dir. Ja. Möchtest du erstmal den Schnupperkurs machen oder direkt den OWD? Also den Open Water Diver. Ich glaube, ich würde direkt den Open Water... Hallo. Open-Water-Diver. Okay. Ich bin gerade mit deinen Kollegen von den Telefonen, glaube ich. Okay, dann trage ich das direkt ein, OWD. Und je nachdem, einfach Bescheid sagen, wenn du noch ein paar mitnehmen möchtest. Mhm. Dafür. Ja? Subi. Geil. Hab dich eingetragen. Schön. Wissen wir Bescheid. Wir haben, glaube ich, telefoniert, oder? Hm? Ich freue mich. Oh, ich habe nicht. Achso, rede mit jemand anderem. Okay. Ich war gerade irritiert. Entschuldigung. Auch alles gut. Supi, dann kriegst du auf alle Fälle entweder heute oder die Tage einen Anruf, je nachdem, wie schnell die oben sind nachher. Und ja, dann kann es losgehen. Ich kann es ja nur empfehlen. Also zum einen mit dem U-Boot rauszufahren, zu gucken, ist schon schön, aber wenn du wirklich dann mal in so einem Fischschwamm drin bist, das ist ein unglaubliches Gefühl. Das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Muss man da irgendwie was an Ausrüstung dabei haben? Oder das kriegst du gestellt. Das wird gestellt. Hm, perfekt. Das kriegst du alles für den Kurs gestellt. Schatz, tauchen. Good day. Hi. Hallo. Tauchen, ja, tauchen. Ja. Das kann ich gut. Mit oder perfekt. Ohne? In der Badewanne auf jeden Fall. Ja, sie möchte gleich ins Meer. Ja, das kann ich auch verstehen. Mit den Fischen um die Wette schwimmen. Ja. Ja, ich vermisse das Surfen tatsächlich so ein bisschen. Das ist ja, wenn so yeah. Ins Wasser springen, ins Wasser fallen und schön von der Welle mitgenommen wird. Ach, das war schon toll. Das glaube ich. Ich weiß ja, gar nicht, haben wir hier auf der Insel? Ich wüsste gar nicht, ob wir da. Nee, hier auf der Insel geht das Surfen leider nicht. Nee. Ich glaube, das ist die Wellen auch nicht wirklich geeignet dafür hier. Das ist zu flach und zu ruhig. Flach.
Und da, wo die Wellen besser sind, da ist es halt zu steinig. Das ist halt ein bisschen schade. Das stimmt leider. Das ist leider wahr. Ja. Ja. Dann tauchen. Ja. Ja, oder tauchen natürlich. Oder tauchen. Direkt Boot fahren. Bootsführerschein. Bootführerschein macht man bei euch, ne? Nein, drüben bei der Fahrschule. Also die bieten das an. Genau. Okay. Die bieten das, wie sage ich immer so schön, die bieten das gesamte Panini-Sammelheft an. Rund um Fahrscheine. Stimmt, ich wollte noch nach einem Bootspreis fragen, fällt mir da ein. Ja. Weil das, da war ich. weißt du, erinnerst du dich noch, welche ich gestern gemeint habe? Achso, genau. Einmal die Suntrap. Ja, die Suntrap. Das ist die hier vorne, die bei uns hier steht mit dem vorne offen. Haben wir im Verkauf für 27.000. Okay, also ungefähr Mittelklassefahrzeug, ja. Mhm. Ist aber nicht für die also Hochsee geeignet, weil dadurch eine Welle und sie kennt hat, weil dadurch, dass es vorne offen ist. Das ist eher in Küstennähe, Entspannung gedacht. Mhm. Oder wenn sie angeln gehen wollen, ist es auch sehr gut geeignet. Okay. Weil dadurch, dass man auch hinten und vorne sich hinstellen kann, ja, genau. Ist es sehr angenehm. Wie sieht's aus mit der Marquise? Die Marquise, das ist unser Segelboot. Das Segelboot, genau. Das sieht man da. Liegt aktuell bei 255.000. Ja, okay, das ist ein bisschen out of range. Ich spare auch noch drauf, also. Oh, schön, cool. Drauf auch. Ist aber nicht alleine. Nein, im Gegenteil. Okay. Im Gegenteil. Und dann wäre noch der Speeder interessant. Speeder. Jetzt habe ich mich verschrieben. Die moderne oder die einfache Variante? Die einfache Variante. Wäre bei 120.000. Oh, what? Echt? Okay, da bin ich jetzt überrascht, dass der Suntrap dann so günstig ist, weil es ja. Der Speeder hat mehr Power hinter allem. Ah, okay. Die hat mehr Power. Der Toro, geht der eher in die Richtung Suntrap oder eher in die Richtung Speeder? Liegt aktuell, je nachdem, in welcher Variante sie die kaufen. Die günstige bzw. die einfache Variante ist 135.000 und die teure. Mehr Ausstattungsvariante 157.500. Ja, okay, ich glaube, es wird ein Suntrap. Ansonsten hätten wir noch aktuell als Gebrauchtfahrzeuge da vorne im Hafen die Jetmax, das ist ein Zweisitzer, und eine Tropic, sowie eine Squalo. Das sind Gebraucht- bzw. Vorführfahrzeuge, die eigentlich so für den Verkauf bestimmt sind. Die hätten wir aktuell. Die Tropic hast du gesagt. Genau. Ja, wo liegt der Tropic? Die als Neupreis kann ich dir die anbieten für. Lass mich kurz gucken, nicht, dass ich was Falsches sage und lieber für 35.000. Ja. Ist okay. Unser Preis Leistungssieger eigentlich, weil es hochseetauglich ist, von der Schnelligkeit her. Es ist ein Viersitzer. Mhm, okay. Halt alles, ja, was man so braucht, weil manchmal möchte man ja doch ein paar Freunde mitnehmen. Mhm. Haben wir auch ein Gebrauchtes gerade da, die ist in grün. Die seht ihr, wenn ihr euch jetzt einmal umdreht, dort vorne. Die mit dem Bügel ein bisschen nach hinten. Bisschen dunkel dafür, glaube ich. Die hätten wir. Das ist hinter der roten, blauen. Von hier aus gesehen, der lang. Okay, das ist die Jetmax. Die rot-blaue ist die Jetmax, auch bei uns aktuell im Verkauf. Ist ein Vorführfahrzeug. Und dahinter liegt, hinter der Tropic, die ich gezeigt habe, liegt noch die Squalo. Das ist aber ein Zweisitzer. Hallo, nee, Viersitzer ist, glaube ich. Viersitzer ist besser. Gut. Ne? Ja. Dann würde da eher wahrscheinlich die, jetzt in dem Fall die Tropic oder die Suntrap. Würde ich da empfehlen. Okay, wenn ich die Kohle irgendwann mal habe und den Führerschein habe, dann melde ich mich auf jeden Fall. Aber das ist gut zu wissen, dass du so ungefähr preislich einordnen kannst. Ungefähr. Also Preis-Leistungssieger ist weiterhin die Tropic bei uns. Gibt es in vielen verschiedenen Varianten auch, mit Sonnensegel, ohne Sonnensegel. Es gibt viele Varianten und Bautenmöglichkeit. Inklusive Farbauswahl.
mit Farbauswahl. Also die Grundfarbe ist im Preis enthalten. Sollte eine zweite Farbe hinzukommen oder ein Pearl-Effekt, würde es noch etwas teurer werden. Okay, okay. Gut zu wissen. Nice. Schön. Ansonsten, wenn der Bootsführerschein da ist und noch nicht das Geld reicht für eine der Boote, wir vermieten die auch, die hier vorne cool. liegen. Ah, also nicht nur die Jetskis, sondern auch hier die Tropic und die Sandtrap würden ja dann in die Richtung gehen. Das die, ist okay, wenn ihr die vermietet, dann wollen wir ja keins kaufen. Dann, weil Anlegestelle und so weiter wird wahrscheinlich auch kosten, nehme ich an. Wenn sie bei uns anlegen, auf alle Fälle. Da ist aber auch der Service mit Sicherheitsdienst und wir putzen die Boote regelmäßig und gucken, dass da keine Schäden dran sind. Da passen wir wirklich drauf auf. Ansonsten das restliche Hafengebiet, außer halt die Stege hier vorne, alles was da hinten ist zum Beispiel, das ist kostenfrei, aber da achtet dann auch keiner drauf. Mhm. Also sollte was passieren, da übernehmen wir dann auch keine Verantwortung. Ja. Ja, okay. Weiß ich erstmal Bescheid, das ist schon mal cool. Ja, dann. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Wie gesagt, Tauchkurs ist eingetragen. Ja. Wir machen Tauchkurs? Ja. Willst du mir noch das Datum verraten? Gibt's noch keins. Noch sie kriegt noch einen Anruf. Okay. Da wird gerade oben nämlich alles in die Wege geleitet für, dass das ab nächster Woche wieder losgehen kann. Cool. Schön. Freue ich mich drauf. Gut, dann... Vielen lieben Dank nochmal fürs Vorbeikommen. Ich strahle gerade so wie ein Honigkuchenpferd, weil ich so glücklich gerade bin wegen. Ja, mir tut es echt leid. Ich liebe diesen Donut einfach. Ich bin allein sehr oft vorbeigekommen, nur wegen dem Donut. Also, oder den Muffins halt. Es wird mir was fehlen, gebe ich ehrlich zu. Ist wirklich schade. Ja. Aber lieben Dank fürs Vorbeibringen. Alles gut. Den teile ich auch nicht. So. War auch ein Geschenk an dich. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Gut, falls ihr irgendwann mal was wissen wollt wegen den Booten, könnt ihr uns auch gerne anrufen. Mhm. Das ist kein Alles Problem. Klar. Cool. Und wie gesagt, den Anruf wegen dem Termin und Preisen kriegst du dann die Tage. Perfekt. Super. Ich freue mich. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend euch. Schönen Abend. Würde ich auch Dankeschön. So. Dankeschön. Dann bringe ich euch noch nach vorne. Tschüss. Ja, jetzt ist es unangenehm. Ja, deswegen sage ich ja, ich bringe euch noch nach vorne. Zu spät, na gut. Hier, bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Hallöchen. Ja, Vertrag ist fertig, Karte, Ausweis, alles durch. Okay, super. Ja, alles erledigt. Mögt ihr Donuts? Ja. Achso, Jacke hat sie auch gekriegt, ne? Okay. Teilt ihr die euch auch? Oh, gerade die Hände voll, dann gebe ich es John. Natürlich teilen wir uns Donuts. Kann ich dir deine Schuhe geben? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe nämlich gerade von ihr welche die letzten vorbeigebracht bekommen. Ah, sehr nice. Ich liebe ja, die. Das ist schade mit den Ja. Also, ich weiß nicht. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass es tatsächlich Crucifix erwischt hat, weil KP. Auf der anderen Seite, ich bleibe dabei der Meinung, es hätte einer von den drei Italienern dicht machen müssen. Ja, okay, ja. Drei Mir Italiener. Mir tut das mit Crucifix auch ein bisschen weh, weil da habe ich ja gearbeitet, auch wenn es nur 2 Wochen waren. Ich habe versucht, den Laden auf Vordermann zu bringen, damit da mal Mitarbeiter sind und dann... Ja. Ich verstehe nicht, was das immer soll mit diesen, es gibt nur x Lizenzen, also klar, wegen Arbeitnehmer. Ach Gott, frag mich nicht. Crucifix hätte ich gelassen wegen Kaffee. Ja. Ja, hast du mal was gehört wegen dem Hotel? Nee, habe ich noch nicht. Tierarztpraxis und das Bistro sind ja wegen... keine genügend Lizenzen vorhanden, abgegeben worden, abgelehnt worden, aber wegen der Lodge habe ich noch nichts gehört. Okay, da weiß ich, stecken Kollegen von mir auch mal drin. Ja? Haut Jan jetzt mit ihm zusammen ab? Wo ist Jan hin? Die sind zum, wenn ich es richtig gesehen habe, zum Automaten gelaufen. Warum auch immer. Oder wo war Bitte der im sag Auto? Mir, der hat hier gerade $250.000 in bar auf den Tisch gelegt. Wer war das überhaupt? Ich hab da nur... Der CEO von Benny's, Frank Adams.
der gerade ein Fahrzeug für 125.000 Dollar verkauft. Uns? An uns? Nee, der verkauft halt privaten Auto für die Kohle. Ach so. Wolltest du das bringe Auto er kaufen? Frohe Kunde. Der Abend ist gerettet. Gut. Was hast du verkauft? Nee, nichts verkauft. Ja, ein Gutschein. Wie, du hast nichts verkauft? Ach so, ein Gutschein. Und? Dead Max 4 Stunden. Okay. Warte, wie viel nehmen wir nochmal für die für 4 Stunden? 4 Stunden Jetix? Bist du sicher, dass es ein Jetix ist? Ich bin Mr. Krabs und ich mag Moneten. okay. Stark, Jan. Stark. 950, ne? Oder haben wir jetzt, warte. Ja. Und er hat sich auch direkt erkundigt, was die kosten würde. Hast du ihm gesagt, dass die zu verkaufen ist? Ja. Und? Hab ihm 85 angeboten, er meinte, aber er hält das im Hinterkopf. Ja, der verkauft nämlich gerade sein Auto für 125. Okay. Wenn ich mir auch ein nettes Paket, man möchte ja gerne mal mit 4 Leuten rausfahren, ne? Man kann doch einfach mal so dekadent sein und zu viert mit 2 Booten rausfahren. Ja. Kann er die Jetmax und die Squallow im Paket kaufen. Wir geben ihm auch einen guten Rabatt. Nee, wenn er das Ding kauft, würde ich ihm tatsächlich sogar bei dem, was das kostet, je nachdem, was wir für den Lack bezahlen, gleich einen Gutschein für Umlackieren mitgeben oder so. Ja. Wenn wir das Go haben von Mickey, dass es kommt. Okay. Ich habe noch eine Tauchinteressentin. Die ist total heiß drauf. Habe ich dir eingetragen. Collins so, wieder? Oder? Nein, die gerade da war. Ach, die Paige. Paige. Die kennst du so, Checker, oder? Na klar, das ist meine Chefin bei Crucial Fix gewesen. Ja, dann kommst du mit der gut klar. Ja, dann können wir mit der doch gerne gucken. Oh, warte, ich muss noch plus 1 hinterschreiben, weil sie hat beschlossen, ihr Freund macht mit, ohne dass er Ich habe noch was Gutes für dich, wo du deinen ersten Kurs machen kannst. Raheem. Mit dem mache ich einen Kurs. Ja, mit Collins dabei. Darf ich nur Raheem haben? Nein. Mit dem komme ich. Ich kenne die. Die kenne ich. Die arbeitet bei Rainy's, hat mir mal mein Wasser. Doch, die ist cool. Raheem bekommt von mir dann tatsächlich aber direkt im Anschluss einen Gutschein für den AOWD geschenkt, weil der wartet noch seit Zeiten. Ich glaube, da waren Hunter und Ava in Ausbildung hier. Ach du Scheiße. Okay. Ja, gut, der war aber auch eine Zeit lang selber krank raus und alles, ne? Also, das hat dann immer nicht gepasst. Und dann waren Hunter und Ava weg. Und ach, hör mir auf. Dass der überhaupt noch mit mir redet und mich nicht hasst. Natürlich. Ach, war. Dann hat der Freund von der Page noch nach einem Boten gefragt. Hat es in Hinterkunft. Für das eine sagte er mir, hat er die Hälfte zusammen. Das wird auch wahrscheinlich entweder eine Sundrap werden. Ja. Oder eine Tropic. Naja, ich wieder noch eine Tropic. Hab ich versucht. ist ihm zu dunkel. Aber läuft eher auf die Sundrap hinaus gerade. Okay. Ja, egal. Also ich sag euch ehrlich, Boot ist Boot. Ich habe gedacht, es läuft deutlich schlechter jetzt zum Anfang des Jahres wegen den ganzen Änderungen mit Gehältern. Jetzt noch Dynasty dazu, aber ich glaube dadurch, dass die Leute in günstigere Wohnungen gehen werden wahrscheinlich, weil alle die Dynasty verschmähen, wird doch wieder ein bisschen mehr im Freizeitbereich sein. Beschweren wir uns erstmal nicht. Nee, die Anfragen sind ja reichlich. 1000 Dollar heute gemacht mit einem scheiß Gutschein. Gut, ja, jetzt haben wir 1000 Dollar ausgegeben. Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Ich rechne gleich, also ich rechne mal was für Ryan durch. Mhm. Hat auch gesagt, dass ich mich dann auch bei ihm melde nochmal. Also wie gesagt, mein Plan bei den Wartungsverträgen wäre gewesen, wir nehmen, was durften wir maximal nehmen, was hatte ich gesagt? Du weißt, dass wir dann nochmal ins Gespräch gehen, ne? Ja. Aber ich nur grob überschlagen gerade, falls sich nichts daran ändert, dass man keine Personalkosten aufschlagen darf. Mhm. Hätte ich da nämlich irgendwas mit 200 pro gehabt und eine Reparatur ist drin oder so, weil wir verwenden ja effektiv kein Reparaturkit für eine Wartung, ne? Mhm. Sowas. Ja, dann sage ich Ryan nochmal, er kriegt da was am Mittwoch, wenn ihr beim DOA wart. Müssen wir das nochmal klären. Und wir müssen ja eh erstmal die offizielle Mail kriegen, dass wir die jetzt reparieren dürfen. Ja. Mensch, ey, das läuft ja heute. Ist noch nicht gekommen, diese offizielle Mail.
Nö, ja, aber er hat einen Anruf gekriegt und meinte, wir kriegen auch eine Mail. Dafür also, ein wunderschön unterschriebener Vertrag. Ja, den ich auch schon abgelegt habe und alles tatsächlich. Hervorragend. Ja. Hervor. Ich war fleißig in der in Bird, man mag es kaum glauben. Dann hake ich das mal eben ab, sonst kommen wir nämlich gleich durcheinander. So. Ich werde noch gleich fleißig mit dem unangenehmen Teil des Tages. Du hast es dir ausgesucht? Ey, ich habe gesagt, du wolltest das machen, freiwillig. Ja, ich freue mich gleich erstmal die 4000. Was rumpelt hier eigentlich? Ein, oder? Nö. Bild ich wahrscheinlich. Ich glaube, du bildest dir was ein. Okay. Ja. So, der Adams hatte auch wegen der Marquis gefragt, Jan. Ja. Am Telefon, aber die wahrscheinlich nur zum Mieten, wa? Die wollte er mieten, da hat er nicht nach dem Preis gefragt zu kaufen. Schade. Nach der Marquis wurde auch gefragt, danach ist stumm gewesen. Ey, aber wenn wir Jetmax wegkriegen, damals für 60 gekauft, wenn wir die für 85, 80 wegkriegen, wäre geil. Die hat auch die perfekte Farbe für ihn. Bennys ist doch blau-rot. Ah jo, stimmt. Ausweis hast du bekommen? Ja. Alles, Ausweis, RDP, Spind, Seabreeze Jacke. Okay. Apropos Jacke, gib mir mal meine Schuhe. Ach nee, die hast du mir aber schon gegeben. Passt auf. Passt auf. So. Ja, lass uns mal reingehen ins hellere Licht. Das ist hier draußen doof zu sehen. Den Farbenwechsel das machen, oder? Hab ich überlegt. Weil mit Gelb haben wir nicht mehr viel zu tun und Rot und Blau-Gelb sehen scheiße aus. Außerdem bin ich nicht bei Alice Taxi. Immer noch nicht. Sowas. So, tatsächlich doch so ein sehr dunkles Blau. Das ist, glaube ich, hier noch ein bisschen dunkler als unseres, was wir auf den Jacken haben. Das ist nicht so kräftig wie das auf den Jacken. Genau. Es ist nicht ganz so strahlend. Ja, das und ist halt eher wie die weiß. Marina-Hosen, die wir haben. Aber tatsächlich auch so lassen, sonst wird es zu blau. Ja. Aber das Blau würde ich tatsächlich fühlen für die Jacken. Ja. Das nimmt man als Grundfarbe. Dann ist das auch nicht mehr so strahlend wie jetzt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit Strahlen bei unseren Jacken. wenn das machbar ist halt. Und ja, dann halt die Akzente. Alles, was jetzt gelb ist und weiß, hätte ich genommen. Und dann können wir nämlich auch mal versuchen, tatsächlich die Bootsfarbe auf dieses abgeschwächte Blau zu trimmen. Das kriegen wir ja hin über die RGB-Funktion. Wir können ja abschwächen. Müsste. Ja. Vielleicht, weiß ja nicht, wie, je nachdem, vielleicht kriegen wir ja auch von den Designern die Farben, dass man da irgendwie noch schon mal einen Ansatzpunkt hat. Ich meine, er erwähnte das im Gespräch, dass wir eh zum Schneider müssen, um mit dem das zu bequatschen. Genau, wir müssen das anfragen und dann kommen wir nochmal zu einem Gespräch mit denen und ja. Genau. Und dann geht es ins genaue Gespräche und dann kriegen wir nochmal Vorabentwürfe. Wenn die passen, sagen wir ja, produziert das. Wenn nein, gibt es nochmal neu und bliblablub, ne? So. Okay. Ist die Karte nicht auf dem neuesten Stand? Ich bin gerade dran. In welcher Karte bist du dran? Ich bin an gar keiner Karte dran. Okay. Ich habe nur reingeguckt. Haben wir, glaube ich, alles geschafft, außer dass ich die Rechnung bezahlen gehe, ne? Du müsstest sie noch in die Chatgruppe mit aufnehmen. Ja, das mache ich.
Ach Mensch, ey, Noah hätte mir doch mal einen Preisrabatt geben können beim Warehouse. Den kenne ich schon so ewig. Das hat noch keiner. Nee, kann er ja auch nicht. Seabreeze. Jacken. Ach, schön, dass ich es innerhalb von 3 Tagen bezahlt. Ach nee. Unter was lief Arbeitskleidung, Jan? Welche Kategorie? Eigenanschaffung? Ach, ich sollte auch auf Einkauf gehen. Nee, Einkauf. Einkauf. Eigenanschaffung, genau, Eigenanschaffung. Ja. Ich weiß, ich sag ja, wir müssen da nochmal drüber gehen, was sie da veranstaltet haben. Er schließt sie noch nicht ganz. Ja, $4,140. Boah. Aber es funktioniert ja erstmal und dann dementsprechend hat das Zeit. So, ich pack da mal die Bestellnummer mit in den Titel, dass ich die dann auch gleich einfach im Automaten habe, ne? Mhm. Genau, einfach die Rechnungsnummer, die gefragt ist, in da rein und dann. Okay. Das heißt, ich gehe gleich 1, 2, 3, 4. Du wirst richtig viel Geld ausgeben. 5, 6, 7 Rechnungen. Hallo Zoe. Ja, es sind 7 Rechnungen, die sich angelaufen haben. Ich muss dir leider zustimmen. Ich will das mal grob im Kopf überschlagen. Ich hau hier gleich über $40,000 raus. Ja. Hoch. Ja, gut. Ist so. Ist halt so. Wir werden hier bald Marquis vermieten und das wird laufen. Das ist der Plan. Das läuft. Okay, ich verschwinde mal eben durchs Klo, ne? Okay. Gleich. Ja, dann willkommen bei Series. Ja, danke schön. Werde ich auch mal meine Nebentätigkeit bei der anderen Arbeit anmelden, sonst gibt's da auf den Deckel und die andere abmelden. Ja, was besser ist. Mhm. Beim DOA melden wir dich an. Das ist ja, das müsst ihr ja sowieso machen. Ne? Genau, ja. Das müssen wir sowieso machen. Ich guck mal, ob ich den die gerade erreiche. Ach, ich und Telefonnummern. Ich muss immer nachgucken. Ist das die 913? Nee. Doch. Doch, 913, ne? Mhm. Nicht erreichbar. Gut, dann nicht. Dann später. Hallo. Ja, guten Abend. Hallo. Ja, hi, Pierre. Nichts gut. Mir haben sie gerade einen Ausweis geklaut. Oh nein. Oh nein. Hier vor der Tür? Ja, hier vor der Tür. Beim PD angerufen? Nee, erst mal reingekommen. Okay. Okay. Ja, wollte eigentlich nur kurz mal nach dem Hafen gucken. Naja. Du musst es trotzdem melden, das weißt du. Ja, ich weiß. Ich ruf mal direkt an. Haben sie sonst irgendwas gesagt, getan? Nö, sie wollen den Ausweis haben. Ja, ich hab Geld dabei. Nö, sie wollen den Ausweis. So, und hatten halt ein Messer dabei. So. Das ist schlecht. John, hat sich so verändert? Nee, Pierre wurde gerade der Ausweis gestohlen. Oh. Geht's dir denn soweit gut? Ja.
bisschen noch, ja, weiß schon. Ja, der Schreck ist ja, genau. Dann, ja, ich kenne das. Ja, dann rufe ich mal 911 an, ne? Jetzt kommen sie doch wieder zu uns, hier rüber. Hier direkt vor der Tür, oder was? Ja, ja, wohl direkt unten. Oh Gott, nee, warum? Ich habe keinen gesehen, wie wir rein sind. Nicht, dass die wieder hinten zwischen Fahrschule und dem Gebäude gelauert haben. Bin das ja schon eine Weile am Beobachten. Ja, sie schicken niemanden. Okay. Ich glaube, ich lasse ab sofort meinen Ausweis immer im Auto. Wenn ich irgendwo hingehe. Ja, das ist immer die Frage, was wollen sie dann haben, ne? Weil. Ja. Ja, dann sage ich, den wurde mir schon geklaut. Tut mir leid. Sind nicht die einzigen, die den. Ihr wollt einen Ausweis, Nummer 10 hinten anstellen? So ungefähr, ne? Oh, weia. Mann. Ich glaube, ich gehe mal auf den Balkon gucken, wann. Das PD kommt. Ja, okay. Vor die Tür stellen, weiß ich nicht. Ist gerade schwierig. Ach, lieber nicht, ja, bitte. Nee, muss nicht. Ach, gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Muss man auch noch $750 für einen neuen bezahlen. Und ich finde das so frech, naja, wenn er einem geklaut wird, die Leute bestrafen. Ja. Du wirst mit Messer bedroht, so wie er jetzt hier, und musst es abgeben und dann kriegst du noch das Theater hinten dran. Ja. Meine Freundin hat mir erzählt, die war mal, ich glaube, beim Sally's oder so, da wurden, glaube ich, 8 Leuten die Ausweise. Alle auf einen Schlag. Wow. Was wollen die denn damit? Können sie da eh nichts mitmachen, wenn der als gestohlen gemeldet ist. Ja. Aber anfangs können sie sich zumindest nochmal mit einem falschen Ausweis ausgeben, ne? Ja, leider. Oder halt irgendwo den vorlegen, wo sie ihren Namen nicht für Venture-Accounts oder so. Ich weiß ja nicht. Aber ist aber für auch schon. Aber er hat seinen ja schon vorgelegt wegen, ja, wegen einem Konto bei der Freischaltung. Ist jetzt schwierig, halt nochmal irgendwas zu eröffnen. No. Dann. Sperren auch direkt mal bei der Bank. Sperrst du bei der Bank? Pierre wurde gerade vor der Haustür der Personalausweis abgezogen. Hier unten gerade. Der wartet gerade auf dem Balkon. Nee, der ist schon raus. Das PD ist wohl schon da, steht vor der Tür. Hier wurde Pierre abgezogen? Ja, gerade. Er wurde mit dem Messer bedroht. Die wollten auch kein Geld haben, die wollten nur den Ausweis haben. Oh. Ich platzen, sonst gehe ich zu ihm raus. Dann kriegt die $750 von mir für den Ausweis, was ist auf Arbeit passiert. Weil er wollte wenn er 750 zahlen muss. So viel kostet ein neuer Ausweis. Das ist aber auch eine Frechheit vom Kasa. Ist eine Frechheit. Weil er kann ja echt nichts dafür. Nein, und wenn du deinen Namen ändern lässt aufgrund von Heirat oder Kleidung, zahlst du 110. Wow. 25. Und wenn du deinen Titel, dass du Ärztin geworden bist, eintragen lässt, kannst du fast über 1000 bezahlen. Bitte? Mhm. Ich glaube 2400. Ja, ich bin Tierärztin und habe dies alles und ich habe es nicht gemacht. Ja, das würde ich auch nicht machen. Also was die sich erlauben können an Aufschlägen, bürokratisch. Ja, es ist dreist, wenn man überlegt, früher hat man $80 bezahlt, egal was war. Die Fahrschule stellt einfach einen neuen Führerschein aus. Gut, da muss man ja oft irgendwie hin, wenn man nach und nach was macht. Aber das Casa, $750. Es ist ein Unding. Kannst du mir nicht erzählen, dass es so teuer ist, so ein bisschen Plastik zu bedrucken? Glaube ich auch nicht.
Und der Arbeitsaufwand? Hat ja beim Chief Justice damals auch nicht gekostet. Nee. Und das ist eine Sache von ein paar Minuten gewesen, als ich da war. Ja. Oder die begründen, das war jetzt ganz sehr regelmäßiger hin. Beim Chief Justice musste der ja anwesend sein. Ja, na klar, weil die auch dafür verantwortlich sind, ihre Behörde zu finanzieren. Mhm. Ja, wie sollen sie sonst das hohe Einstiegsgehalt so zahlen? Ja. Die haben ihm jetzt aber nur den Ausweis abgezogen, nicht Dienstausweis oder sowas auch noch, ne? Mhm. Er hat nur gesagt Ausweis. Lang nach Personalausweis. Es ist eine Farce im Moment, ne? Mhm. Ich hätte gesagt, ich gebe euch meine Uhr, die ist mehr wert. Ja, bitte. Jan, kann ich vom Servicekonto wieder 10.000 rüber buchen? Ja, ne? Wenn 10 drauf sind, dann schiebt 10 rüber, ja. Sind bei 12,5. Ich habe mir halt da eine Vorlage für gebaut. Ja, und schiebe ich die rüber. Gut, das heißt aber, ich werde das entweder heute Abend noch an einem sicheren ATM überweisen oder morgen früh, wenn alles hell ist und mich nehmen halt über Fade an einem ATM. Ich kann das auch gleich mal machen. Ich komme an verschiedensten ATMs vorbei. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Ich komme halt nur oben in Vinewood und da will ich eigentlich auch nicht. Der ist halt auch so in im Dunkeln gelegen. Er ist so schlimm mittlerweile. Wirklich. Mich würde interessieren, welche Gruppierung das jetzt wieder war. Ich dachte eigentlich, wir hatten langsam mal hier ein bisschen Ruhe in der Ecke. Selbst wenn ich wüsste, dürfte ich sie ja leider nicht sagen. Ich weiß. Hatte Pierre gesagt, ob da irgendwas auffällig farbig war? So weit war er noch nicht da. Ja. Oha. Hm? Kriegt Herr Berger kalte Füße? Ja. Hat er Angst? Naja, ich lese mir gerade den Artikel durch wegen dem Bobcat-Prozess. Und Berger hatte die Frau McKnight beauftragt, einen Antrag zu stellen, damit die Öffentlichkeit von der Anhörung ausgeschlossen wird. Das ist aber nicht nett. Da Niklas eine falsche Berichterstattung befürchtet. Henker reagierte mit, fürchte und deshalb die gesamte Öffentlichkeit und somit auch Weasel News aus dem Gerichtssaal verbannen wollte. Henker reagierte mit scharfen Worten auf den Antrag. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass die City Administration möchte, dass die Öffentlichkeit keine Kenntnis von den Schweinereien hat, die die Behörde so anstellt. die werden so viele Klagen reinkriegen in dieser Zeit. Oh Mann, ey. Ich glaube, den Prozess ziehe ich mit in Zivil rein. Den gucke ich mir an. Ich glaube, das wird eine richtige Klammplacht vor Gericht. Wir waschen alles außer Geld. Okay. Oh, haben wir sonst noch was? Ich kümmere mich mit Rebecca morgen und Samstag um die Taucher, rufe die zu Mahnzeiten an. Alle Leute, wir machen Termine aus, dass wir das über die Bühne kriegen in der nächsten Zeit. Das ich Rebecca sehr auch gut. Ganz schnell ausgebildet habe. Das sieht wirklich nach einem interessanten Prozess aus. Henker gegen McKnight und Shalom. Mhm. Geht eigentlich nur noch her zu Petersen in der Runde. Und der Donovan. Ist toll. Ja, aber Donovan ist gut. Oh, Shalom auch. Ja. Also gut genug für die meisten. Der ist halt wie Henker. Der argumentiert auch mit, ich gehe euch so lange auf den Sack, bis es durchgeht, habe ich das Gefühl. Das ist korrekt.
Aber macht's eleganter. Was machen wir eigentlich mit dem Herrn mit dem Schwimmkurs jetzt in? Ach, der ist ja eh weg, okay. Für 2-3 Monate. Ich muss mich da wenn reinfuchsen. Der ist jetzt eh eine Weile weg. Okay. Ja, da bin ich leider gar nicht im Thema drin. Konzept ja, aber ich habe keine Ahnung davon, einen Schwimmkurs zu geben. Ich kann Tauchen beibringen, aber schwimmen. Na, das Konzept von Ava, das fließt noch irgendwo rum. Was ist jetzt eigentlich mit Samstag? Die Geschichte mit dem Boot für Alice Moment. Was brauchen die da denn genau? Da wollten wir doch Pierre hinpacken. Ja, die Frage ist, brauchen die jetzt einen Bootsführer oder nicht? Anrufen und klären. Ja, die Chefin sagte, sie ist jetzt schwierig erreichbar. Warte, aber wieso mit dem Faircare Driving School Boot? Was? FCDS-Boot am 20.01. Er hat am 20.01. Macht er den Führerschein. Ah, okay. Ich verstehe. Das wollte er uns damit wahrscheinlich nur mitteilen. Okay. Ja, dann ist gut. Weil dann kann er auch den Bootsführer machen und nicht nur das Boot rausgeben am Samstag. Okay, ja gut, dann easy. So geheim wollte ich es eigentlich nicht tippen. Wenn wir dann am Dienstag das Gespräch hatten, müssen wir dringend auch mit dem PD reden wegen den Booten, dass wir den Wartungsvertrag wieder kriegen. Vorausgesetzt, wir kriegen Ergebnisse aus dem Gespräch raus. Und das hoffe ich. Und geben nicht nur wieder irgendwelche Infos, die weitergegeben werden müssen. Das hoffe ich auch. Ich schicke jetzt direkt eine Mail an DOA, Elkasa-Mitarbeiter. Neue Mitarbeiterin. Ja, anrufbar waren sie nicht mehr. Oder die machen das wie deines, die einfach nicht zurückrufen. Mitarbeiterin. Konntest du es mit dem Jose klären? Ja. Okay. Er hat soweit er braucht und wieder RDP-Zugriff. Ich habe ihm aber auch noch gesagt, dass im Moment nichts zu reparieren ist und dass wir dann auch nochmal was ins RDP reinschreiben und dass es auch Checklisten geben wird und all so ein Kram. Okay. Nochmal telefonieren. So, dann habe ich den Spaß auch weg. Wir können, denke ich, gleich los, Rebecca. Nächste Woche Donnerstag wieder, 20 Uhr. Kann ich noch nicht versprechen. Kann sein, dass bei mir ab nächste Woche donnerstags kritisch wird, tatsächlich. Okay. Gedacht. Das weiß ich aber erst ab Sonntag. Okay. Aber auf alle Fälle Montag, Dienstag, je nachdem, wie du es schaffst. Ja, Dienstag kann ich eigentlich schon fast safe sagen. Wird nix. Warum funktioniert die Vorschau jetzt nicht? Hallo, E-Mail-Vorschau. Geht doch.
Die folgende neue Mitarbeiterin bei Ihnen melden. Rebecca Taylor, Auszubildende zur Tauchlehrerin mit freundlichen Grüßen, John Branzi. Der Tagsbeginn 19.01.2023. Wegen dem Boot von dem Herrn Leiner. Ja. Das ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Ich kann den Herr Leinel aber auch nicht erwischen. Dann spreche ich mal mit Ryan, ob der Herr Leinel überhaupt noch auf der Insel ist. Weil der war Assistant Chief of Fire und Ryan ist ja mittlerweile Chief of Fire. Ja. Kann sein, dass der vielleicht gar nicht mehr auf der Insel rumturnt. Das wäre schlecht. Nee, letztes Mal auf Venture 17.01. Okay. Nee, also ich habe auch noch eine Buchung hier für sein Boot für den Steg am 17.01. Also der ist da, der bezahlt ja auch noch seine Liegegebühr. Ja. Das habe ich ja kontrolliert. Vielleicht ist er gerade einfach nur krank. Wenn das zurückrufen Boot nicht mehr da tut ist, er auch dann, nicht. Ja, wenn das Boot aber nicht mehr da ist, wird er am Flughafen mal gucken müssen. Ich weiß nicht, wann er das zuletzt bewegt hat, ne? Das weiß ich nicht. Wir haben ja auch keine Schlüssel, so dass wir uns drum kümmern können, dass da alles in Ordnung ist. Er hat aber eine SMS von Jan bekommen gehabt, dass wir ihn nicht telefonisch erreichen konnten, aber auch sein Boot nicht zu finden ist. Ja, okay. Aber daraufhin kam ja auch keine Rückmeldung. Ja, wird sich alles schon klären irgendwie. Wir haben unsere Pflicht getan. Ja. Mehr können wir ja nicht machen. Das ist ja einfach, es ist belastend, dass wir nicht mehr machen können, aber mehr können wir ja wirklich nicht machen. Richtig. Schade, wie es ist. Auf welches Konto machst du die, den Wertgutschein? Nur für mich auch zum Verständnis, falls ich mal einen habe. Ich meine, ich hatte es meistens auf Vermietung. Kann auch sein, dass Jan den gleich aufs Hauptkonto packt. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Da ist er wieder. Hey, wie ist gelaufen? Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Sag mal so. Ja. Jetzt kam auch gerade noch die von Marietta Security. Okay. Den hab ich jetzt auch noch so gut beschrieben, wie ich halt konnte. Also ziemlich schlecht. Hast du irgendwas erkennen können? Es war so ein grünes Auto, also gar nicht mal schwarz, weil wir hatten ja ein paar schwarze ab und zu. Ja, ja, die haben wir beobachtet. Ja, ja, genau. Es war eher so ein grünes, ich weiß nicht, ob grasgrün oder ein bisschen dunkler, so irgendwie so die Richtung. Ja. Ja, ich bin ja nun mit Modellen wirklich schlecht und für Autos interessiere ich mich noch nicht mal richtig. Für Boote interessiere ich mich ja wenigstens. Ja. Habe ich den Officer auch gesagt, wenn es halt mit dem Boot gekommen wäre, könnte ich Ihnen sagen, was für ein Modell das war, aber für Autos ist schwierig. Ja, ist eher so Limousinen-Muscle-Car-artig, würde ich sagen. Mhm. Und die Leute selber? Ja, boah, du hast was dabei und ja. Aber wenn es halt in der Stadt auch nur so mittelein. Ne? Mhm. Ja, ich habe auch kaum Hoffnung, dass sie den jetzt direkt finden, weil ich gehe schwer davon aus, dass der schon durch drei Hände gewechselt ist und selbst wenn du die jetzt findest, dann kannst du die durchsuchen und sagen, ja, haben wir nichts, keine Ahnung. Ja. Viele grüne Autos. Von daher. Ja, naja. Macht man nichts. Hast du an dem Typen was erkennen können? Er hatte ein Messer und eine Maske an. Okay, davon gehe ich mal aus, wenn du sagst, der hat ein Messer. Oh Mann. Nee, also ich könnte noch nicht mal sagen, ob sie komplett dunkel gekleidet waren oder ob sie irgendwie so Jeans hatten oder so. Ich weiß. Ach, die waren zu mehreren. Also es waren zwei, die aus dem Auto ausstiegen. Okay. Und ja, standen erst nur so kurz auf dem Parkplatz. Ich wollte noch kurz, dachte nur so, was tun die da? Und dann guckte der eine halt plötzlich das Messer und hatte die Maske auf und drehte sich zu mir halt rum und kam hergesprintet und meinte, hier, aussprachentechnisch. Okay. Ausweis. Mit irgendeinem Akzent? Ja, schon mit dem Akzent. Also ich nehme jetzt hier in der Gegend noch nicht aus, aber ich würde jetzt vielleicht sagen, so eher so auf oder so, also so hey Bro und okay. Was verstecken und aber ich fürchte auch, das grenzt nur so mittel ein.
Ja, also Rebecca, du musst dann trotzdem ja noch vorbei bestätigen, ne? Dass du bei uns arbeitest. Das ist, glaube ich, nämlich wieder so. Laut Gesetz muss der Arbeitgeber. Nicht. Nur der Arbeitgeber muss, ja. Okay. Schade zwar nicht, wenn die Arbeitnehmer das auch machen, aber ja. Ja, dann rufe ich dann morgen. Ja, mach das lieber, nicht, dass sie doch irgendwas anders wieder auslegen. Ja, Per, wie ist es so, wenn man um $750 beraubt wird? Ja, ja, so mittel. Ich war mal so frei und habe deinen Ausweis als gestohlen auch bei der Bank hinterlegt. Okay, das ist gut. Für den Fall, dass da einer aufschlägt. Das ist natürlich immer etwas... Ja. Ich habe mittlerweile echt schon überlegt, ob ich nicht einfach mit $750 in der Tasche rumlaufen sollte. Weil das ist besser, als dass ich dann lange auf einen Ausweis warte und $750 zahle. Oder packst du in ein Zahnschuhfach. Ja. Ach Mensch, ey. Sollen sie lieber den Verbandskasten aus dem Kofferraum klauen, der kostet $50. Ja, so, ich gehe jetzt erstmal in den Feierabend, zumindest offiziell. Ja, das schließe ich mich an. Das mache ich jetzt auch. Soll ich euch dann auch rausstempeln? Ja, bitte. Ja, mach mal. So ein Tag so selten teuer wie heute, ey. Mhm. Ach nee. Wegen sind wir heute vorangekommen. Ja, ich denke auch. Auf den Schreck. Oh, danke schön. Bitteschön. Oh, Rebecca, wollen wir langsam hoch nach Hause? Bitte? Ja, können wir. Die Frage ging nach Rebecca. Ich wundere, wenn so du jetzt mit mir nach Hause fahren willst. Zumindest eine Teilstrecke haben wir gemeinsam. Ja, das stimmt. Du meinst, bist du in Autos? Nee. Achso. Eigentlich biege ich nur vorher einmal noch links um 180 Grad ab. Die beiden fahren geradeaus weiter. Ach so, okay. Also ja. Jedenfalls, wenn ihr den gleichen Weg nehmt, wie ich immer. Ich fahr mal so. Ich fahr hier einfach hier links raus, dann durch Little Soul einmal geradeaus bis nach Vinewood und dann bin ich ja schon fast vor der Haustür. Ja, das stimmt. So weit hab ich's gar nicht. Nee, du bist ja Little Soul. Ja. Direkt auf der Ecke vom Pavillon. Ne? Pierre? Was? Wo? Ich hier? Du warst in Vespucci, ne? Ja, genau. Auch über Dynasty, ne? Ja. Du wurdest auch beschissen, wenn ich mich recht entsinne, ne? Mhm. Ja, von 28 für Wohnklo mit Duschküche auf 48 finde ich schon... Ach Mensch. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin und mit denen nochmal reden. Das, ja, das ist... wir wollen dringend in eine neue Wohnung und es ist nix frei. Eventuell, wenn zum ersten gemietet, die Mieten steigen, dann könnte es sein, dass Leute ausziehen. Ja, ich finde das gut, dass die sich nicht an die Verpflichtung gehalten haben, Wohnraum zu schaffen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir eine neue Dynasty 8-Führung sehen werden. Hast du doch, in Sauseless. Ja, wow. Wohnraum geschaffen. Genau. Ich werde dann auch einfach jeden Tag direkt einfach mit der Uniform nach Hause fahren und mit der Marke, ne? Vito, ich fahre da auch nicht so nach Hause. Also wenn ich nach South LS ziehen würde, kann ich mir auch gleich erschießen lassen. Die würden sich freuen, wenn da ein Kopf hinzieht. nicht wirklich, das glaube ich euch nicht. Wahrscheinlich schon die Finger. Ja, ach, manche Sachen muss man nicht verstehen, was die da machen. Aber es ist, wie es ist. Muss man mit leben. Die sitzen am längeren Hebel. Ja, und umziehen ins Hotel kannst du nicht mehr, die sind alle voll. Ja. Naja, Jan wird durch die Bank als erstes wahrscheinlich mitkriegen, wenn da Bewegung bei Dynasty in die Sache reinkommt durchs Mofak. Gehören ja noch zu euch, ne?
Ja, die gehören zum Konzern, aber bei der Bank kriegen wir nicht viel von denen mit. Ja, okay. Aber da bin ich, also ich gehe davon aus, dass es da wieder einen Geschäftsführerwechsel geben wird bei der Dynasty. Oder zumindest drastische Mietpreissenkung. Ist halt für mich wirklich kein Argument. Alle Mieten teurer machen, damit woanders günstiger gewohnt werden kann. Du musst das über alle Objekte reinholen, was du ausgegeben hast, und nicht nur über die Luxusobjekte. Zu Luxusobjekten hätte ich Fragen. Meine von uns ist definitiv nicht Luxusobjekt. Ja. Ja, guck mal, wir wurden hochgesetzt von 375 pro Nacht auf 614 zu zweit. Wow. Na, Pegasus, ne? Ja, ja. Genau. Lofts sind aber ja jetzt genauso teuer. Genau, Loft kosten genauso viel und ich glaube, die Meteor Street beläuft sich dann auf $690 für zwei Leute. Vorher 400. Das ist heftig. Würde ich niemals zahlen so viel. Also für die Kohle erwarte ich so ein kleines Häuschen in den Hills. Ein kleines. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich eine von den Riesenvillen am Ententeich haben will. Die hätte ich zwar gerne, aber nicht für das Geld. Aber gib mir einfach ein Haus in den Hills mit einer Garage für zwei Autos und dann zahle ich auch $700 am Tag. Wäre ich vollkommen fein mit. Aber erstmal nicht geben, ne? Ja, naja. Na gut, ihr Lieben. Aufregen hilft ja nichts. Ich verabschiede mich dann mal so langsam. Ja, wir kommen mit raus. Wir fahren auch nach Hause. Ja. Ja, schließ mich an. Reicht für heute, gell? Möchtest du nach Hause fahren? Reicht für heute. Ah, nee, dann steht ja mein Auto hier und ich muss wieder herlaufen. Das macht's nicht besser. Ah, ja. Okay. Nein. Hey, ja, der Leserclub da drüben. Wir treffen uns zu Hause. Du kannst auch gerne hier, wenn hier was frei ist, vor der Tür parken, ne? Ja. Brauchst dich nicht da hinten. Hätte jetzt nicht den Riesenunterschied gemacht. Geht für dich auch, ne? Wahrscheinlich alles nicht. Alles Mitarbeiterparkplätze hier. Gut. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich, ne? Tschüssi. Ja, tschüss. Bis dann, ciao. Madrid von Seabreeze, guten Abend. Guten Abend euch noch. Gleichfalls. Ja, die... Genau, das, also gerade das war ein Rückruf, weil ihr bei uns nicht durchgekommen seid. Ich hatte nämlich gerade telefoniert. Das war wegen der Mitarbeitermeldung. Hatte ich probiert, falls es darum geht. Achso, das war eurerseits ein Rückruf. Okay, ich verstehe. Das war dann die Mitarbeitermeldung, die wir per Mail dann noch geschickt haben. Für Miss Taylor. Okay, wunderbar. Wunderbar. Alles klar, dann haben wir das geklärt. Sehr schön. Ebenso, tschüss. Ja, ja, hat sich überschnitten. Ja. Okay, dann schönen Feierabend. Gleichfalls. Ich euch weiß nicht, ob ich morgen nochmal hier. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich morgen da bin. Das mache ich morgen, ob ich früher fliege oder nicht. Wenn nicht, sage ich dir Bescheid, Pia, wir wollten ja mit dem Boot raus. Circa 21 Uhr. Melde ich ein. Hust, Boot, Hust, großes Boot, Hust. Das große Boot braucht Bewegung, okay. Und dann kommt einfach mit. Der ist bestimmt auch noch da. Nee, der ist in der Bank. Bin ich wahrscheinlich in der Bank. Irgendwas ist immer. Sei denn, ihr wollt bis 22.30 Uhr warten. Nee, das ist mir zu lang, ganz das ehrlich. Das kann ich verstehen. Das ist ein bisschen lang. Die Bank braucht einfach eine Filiale am Wasser, dann könnten wir dich einsammeln. Ja, schon, oder? Auf dem Wasser, auf dem Wasser. Eben. Ich sehe da eine Marquee. Oder halt eine Sea Ray. Eindeutig, Sea-Ray, halt eindeutig. Muss ein bisschen was darstellen. Ich mache den Vorschlag mal. Wir kaufen für die Bank eine Sea Ray, damit wir auch eine mobile Filiale haben. Absolut perfekt. Siehst du? So gefällt mir das. So, dann können wir nämlich auch gleichzeitig Tumasch bedienen und Palito und brauchen nicht da oben die abgeranzte Filiale in Palito nehmen. Eben, man muss ja auch ein bisschen was repräsentieren und so. Ja, eben. Genau. Ja gut, dann sehen wir und hören wir uns. Dann machen wir noch eine Kooperation mit Paradise, dass die uns die Kunden dahin schieben. Warte, was? Mit Paradise? Hast du Fieber? Hast du Fieber? Ich glaube nicht.
Da, eher kommt mein Bootsdinner für zwei. Ja, bleibt da gerne. Das war ja, sowas Ähnliches war ja damals auch schon mit der Wurstpumpe mal angedacht. Und dann ist das im Sande verlaufen. Okay. Wie gesagt, mein Bootsdinner für zwei war so eine Idee. Ja, schieb das gerne mal nach oben. Ich schieb das mal nach oben. Okay. Weil gerade das CB steht ja für gehoben, Luxus. Und so wie wir jetzt festgestellt haben, dass La Casa de Mar auch vom Essen her. Und ja, deswegen wäre das so eine Idee für uns. Gut, aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Ich melde mich morgen, Pierre. Und wenn ich fahre, wenn ich schon fliege früher, wahrscheinlich nicht. Kannst ja so oder so kurz eine Dingens schreiben oder so. Mach ich. Oder wenn der mach ich melde mich vorher an und ab. Keine Sorge. Bin ich am Montag wieder da. Für das LS Moments Ausflugdings wissen wir da schon irgendwie mehr als. Nee, ich habe jetzt Skylight nicht erreicht. Wir können ja gerne aber nochmal eine SMS schreiben. Okay. Weil ich habe mit einem Mitarbeiter telefoniert, der war auch nicht im Bilde. Wirklich. Das hat auch nicht wirklich geholfen. Was schreibe ich denn da? Ich müsste ich direkt mit ihr quatschen. Vielleicht habe ich ja Glück und erreiche sie morgen. Ansonsten, wenn du die Zeit hast, Pierre, dann komm einfach vorbei. Und wenn du nicht gebraucht wirst, dann machst du halt in der Zeit was anderes. Ja, okay. Machen wir so. Alles klar. Okay. Okay. Dann gutes Nächte und gleich bald. Bis die Tage. Komm gut nach Hause. Du, danke dir auch. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. Mhm. Wenn man den Kopf nicht angeschraubt hätte, ne? Wieso? Wieso? Ich wollte doch an meinen Spind. Ah, okay. Ja. Schönen Abend ja, noch. Ich packe auch meine Karte für Cyprus in den Spind, weil was soll ich die mit mir rumtragen und mir das Portemonnaie vollstauben? Das stimmt. Warte, das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Und so schön die Jacke ist, die lasse ich auch immer hier. Ich nicht. Ich habe damit schon ein bisschen Aufsehen erregt. Sehr gut. Was? Hm? Was war? Hm. Hab nur geräuspert mich. Achso. Hab zu wenig getrunken heute. Deswegen. Ach, Türe. Deswegen gehe ich links lang. So, dieses hier. Und. Das kommt da rein. Die Jacke. Jacke mit. Kommt auf diesen Bügel. Dafür nehme ich die wieder mit. Wir brauchen übrigens Fips wieder. Ich habe Zitronenbonbons. Oh, okay. Ja. Ich brauche nicht nur Fips, ich brauche auch Amara. Ja, die sowieso. War noch eher als Fips, aber Fips, ja. Ja. So, jetzt aber. Dann einen schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Wirklich das kaputt. Hm. Okay. Bis gleich. Dann grüßen wir wenigstens das nächste Mal.
Na, Theato, hab dich lieb. So, ihr Lieben. Dann wird die Ben mal hier nach Hause laufen. Und dann ist Feierabend für heute. So. Ich habe Fragen. Egal. Erstmal meine Donuts in Sicherheit bringen. War ja ein Geschenk für mich. Total lieb, dass die noch vorbeigekommen, die sich daran erinnert hat und überhaupt voll lieb von ihr. Finde ich voll süß. Ehrlich. So, können wir noch ein bisschen Thunfischsalat da. So, nee, das war Thunfisch. Dingenskirchen, so noch eine Puddingbrezel, dann bist du aber echt pappesatt heute, Madame, oder? So. Alte Naschkatze, du. Ja. Alte Naschkatze. Guti, ich wollte euch das noch zeigen, weil, ich habe ein SMS. Alle Rechnungen beglichen. Ach Gott, sehr gut. Und 40.000 Arme ärmer. Und 40.000 Arme. Ada hat dann eine Umbuchung gemacht. Da ist die Umbuchung. Pachtzahlung. Green Planet. Cypress, Mayweather, Cypress und Warehouse. Okidoki. Mr. Hayden. Ihre Stegmiete ist überfällig. So, dann ist das geklärt. Termin CBSDUA ist eingetragen. Dann muss ich mir noch Termin McGill Olsen. Termin CBS. Diverses. Das ist jetzt am Montag, der 23. um 19 Uhr. Voilà. So, speichern. Termin markiert. Hui. Da steht jetzt einiges an. Was gibt's denn hier noch? Welche Geburtstage? Sarah, nee. März hat Ava. Und Jane. Lea. Und Yvain. Yvain hat auch im April Geburtstag. Ja gut. Dann ist das soweit jetzt alles geklärt. Nehme an, der hat das noch nicht alles abgehakt. Weil geliefert nicht angehakt ist. Hä? Egal. Ja. So. Okay. Ach, das mit Pierre ärgert mich.
direkt vor der Tür von Seabees. Also jetzt so lange Ruhe und ja. Ja, es ist echt, echt mies. Da tut er mir echt leid. So. Noch irgendjemand, den wir anrufen müssen? Gerade nicht. Macht aber nichts. Dann Event. Zieh die Schuhe aus, leg das Headset ab, was Feierabend. So. Jacke kannst du auch noch ausziehen, zack. Na schau, kannst dir gleich bequem machen, so. Und wir lassen dich alleine. Wir werden jetzt, schauen. Wem wir als nächstes zuschauen gehen. Wer ist denn noch da? So, wer ist denn noch da? Aber Yvain hat heute genug gemacht. Wie gesagt, morgen weiß ich noch nicht, ob ich da bin. Mir geht es momentan wirklich nicht gut. Ich war auch heute beim Arzt, wie ich ja schon erwähnt habe. Und ja, meine Medikamente wirken nicht, weshalb ich jetzt wieder umgestellt werde. Ich werde jetzt tolle 4 Wochen wieder haben, in der Hoffnung, dass es jetzt wieder wirkt. Und das RP lenkt mich leider auch nicht mehr aktuell so sehr vom Schmerz ab. Weshalb ich, wie gesagt, ein bisschen kürzer da trete gerade. Aber mal schauen. Wie gesagt, die Schmerzmittel wirken auch kaum. Was auch nochmal zusätzlich mich echt belastet. Einer der Gründe, weshalb ich morgen meinen ersten Homeoffice-Tag machen muss, weil ich komme gerade noch nicht mal die Treppe runter bei mir zu Hause. Geschweige denn, dass ich Auto fahren kann und solche Geschichten. Das war heute schon zum Arzt zu kommen wirklich, wirklich schwierig. Und ja, ist gerade nicht leicht. Deswegen, das Problem ist, es ist Mitte, Ende Januar meistens der Fall, dass es bei mir anfängt. Letztes Jahr war ich ja noch nicht auf Lucky zu dem Zeitpunkt, aber in den letzten 5 Jahren war es leider immer so, dass ich in dem Zeitraum von Mitte, Ende Januar bis Mitte März meistens ziemlich heftig ausgefallen bin mit allem drum und dran, weil ich da in den schweren Schub reingekommen bin. Vielleicht schaffen wir es diesmal, bisschen gegenzusteuern, dass es nicht ganz so heftig wird. Arbeiten wir dran, wie gesagt. Ich kann auch keine Faust machen. Ich kann die Hände gerade nicht strecken, wirklich. Es ist gerade nicht schön. Aber wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, zumindest hat Nils gesagt, wenn entweder fahren wir morgen mit Ivan Boot, weil der liebe Jan hat ja gesagt, sie darf auch die Makin nehmen. Und da ist sie, hat sie ja schon fast geweint vor Freude. Das hat ihr, das rechnet sie ihm wirklich, also wirklich hoch an. Also der ist sie, ja, da haben wir uns ein paar Tränchen weggewischt. Das war wirklich lieb. Und entweder gibt es morgen ein bisschen Boots-AP,
Oder wenn es mir nicht gut geht, weil ich es nicht hinkriege, dann werdet ihr morgen Abend mit Nils zusammen im Eurotruck Simulator 2 mit einer Pro-Mod oder so, hat er erzählt, fahren oben. Ich glaube, der ist irgendwo an der Spitze von Norwegen ganz oben unterwegs, in einem Steinbruch, wo. Oder ist das Norwegen? An der Grenze zu Russland, das ist ganz, ganz heikel. Jedenfalls mit irgendeiner Mod will er das fahren, weil es da mehr Städte gibt, mehr ausbessert wurde von der Grafik und allem drum dran. Ich weiß es nicht genau, ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber er, entweder er mit Euro Truck Simulator 2 und dieser Pro-Mod oder morgen gibt es dann Evane mit RP und Boot und allem drum und dran. Aber wie gesagt, das wird eine kurzfristige Entscheidung, weil ich das erst abends so kurz vorher schauen kann, wie es mir da geht. Ihr könnt euch ja auf alle Fälle aber auf einen Stream morgen Abend freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Passt auf euch auf, schlaf gut. Ich gebe euch an Selva weiter. Die wird sich freuen. Sagt ihr einen lieben Gruß von Evane. Und ja. Ich denke, die wird sich freuen. Habt noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.